Griff darf. Nochmal. Ja, schönen guten Abend Ihnen, den wenigen, die hier bei uns in Berlin-Mitte im Saal sein dürfen und allen, die hoffentlich zahlreich in ganz Deutschland uns heute Abend zuhören und zuschauen. Ich begrüße ganz herzlich zu unserer Diskussion Zukunft der Krankenhäuser, Klinikrettung versus Klinikschließung. Die Begrüßung mache ich besonders gern im Namen der Veranstalter, nämlich die Initiative Gemeingut in Bürgerinnenhand und das Bündnis Klinikrettung haben eingeladen. Und ich kann gleich sagen, ich finde es etwas ganz Besonderes, und das betrifft alle, die hier heute beteiligt sind, dass es gelingt, sehr kontroverse Positionen in einem möglichst sachlichen Gespräch heute aufeinandertreffen zu lassen. Das ist nicht alltäglich, dass gesellschaftliche Bewegungen sich ihren Gegnern immer stellen, und auch umgekehrt ist es nicht alltäglich. Deshalb möchte ich besonders Dankeschön sagen an unsere beiden Referenten heute Abend. Das ist zum einen Professor Dr. Reinhard Busse von mir aus links. Er ist Arzt und arbeitet als Professor für Management im Gesundheitswesen hier in Berlin an der Technischen Universität. Sie sind, Herr Busse, in diversen Gremien, kann ich sagen, eine Art Experte, Berater auch für die politischen Entscheidungsträger. Auf der anderen Seite, im inhaltlichen und geografischen Sinne, zu meiner Rechten von mir aus Klaus Emmerich, von Beruf Diplomkaufmann und bis genau heute vor einem Jahr Vorstand zweier kommunaler Kliniken in Bayern, in der Oberpfalz, Sulzbach-Rosenberg und Auerbach. Sie sind Mitgründer des Bündnisses Klinikrettung, das sich sehr aktiv gegen eigentlich jede Klinikschließung engagiert, die in unserem Land bevorsteht. Zu mir selber, mein Name ist Stefan Hebel. Ich bin Journalist, Buchautor, Publizist, wie immer Sie wollen. Schreibe vor allem für die Frankfurter Rundschau, aber auch für die Wochenzeitung Der Freitag und einige andere. Und freue mich sehr über die Einladung, den Abend hier heute zu moderieren. Apropos moderieren, ich glaube, denen im Saal und Ihnen draußen muss ich es wahrscheinlich nicht sagen. Ich sage es trotzdem, je sachlicher und moderater Ihre Diskussionsbeiträge sein werden, desto weniger Moderator werden wir brauchen. Und ich glaube, das ist sowohl in Ihrem als auch in meinem Sinne. Wenn Sie draußen, die Sie uns digital zuhören und zuschauen, Ihre Diskussionsbeiträge nachher loswerden wollen, dann schreiben Sie bitte eine Mail an die Adresse diskussion@gemeingut.org. diskussion@gemeingut.org. Wir haben hier zwei Kolleginnen von Gemeingut, die ihre Mails sammeln und dann hier in den Saal einbringen, sodass wir die Fragen auch beantworten können. Ich sage zum Ablauf zuerst das, was am Schluss kommt und wo diejenigen, die digital zuhören, bitte ein bisschen neidisch weghören mögen. Es gibt hier nachher gegen 20 Uhr, wenn wir fertig sind, die Gelegenheit zum Austausch bei einem Imbiss und ein paar Getränken. Und auch zum Interview mit unseren beiden Referenten. Alle anderen müssen für sich selber sorgen, so leid es mir tut. Zum Ablauf ganz kurz und dann bin ich auch schon soweit. Wir haben vereinbart, dass Herr Busse und Herr Emmerich jeder bis zu 10 Minuten einen Eingangsvortrag, einen grundlegenden, grundsätzlichen Eingangsvortrag zum Thema halten. Ich werde vielleicht anschließend selbst die eine oder andere Nachfrage haben. Sie werden aufeinander antworten dürfen nach diesen Eingangsvorträgen. Und eins ist mir auch wichtig, wir wollen versuchen, nicht nur darüber zu streiten, ob eine Klinik geschlossen werden darf und ob oder nicht, sondern vielleicht auch noch zu Fragen zu kommen, wie derjenige, wie steht es eigentlich ökonomisch um unser Gesundheitswesen, dass wir uns diese Fragen überhaupt so stellen müssen,
Wie steht es um die öffentliche Daseinsvorsorge in diesem Bereich in unserem Land? Wenn wir es schaffen, da noch ein bisschen grundsätzlicher zu werden und vielleicht sogar ein paar Übereinstimmungen zu entdecken, umso besser. So, ich glaube, das war's ausreichend für die Einladung. Ich gucke da hinten, ob ich was vergessen habe. Ich habe, glaube ich, nichts vergessen. Doch, ich habe was vergessen. Nein, ich habe nichts vergessen. Ich bekomme wunderbare Zeichen, dass ich nichts vergessen habe. Gut. Und deshalb gebe ich Ihnen, Herr Busse, mit Freude das Wort zu Ihrem Eingangsvortrag. Ja, vielen Dank. Guten Abend, meine Damen und Herren. Wir kümmern uns heute um Krankenhäuser. Ich bin ja auch sehr viel international unterwegs und werde natürlich auch mal gefragt, wie ist denn die Situation in Deutschland? Und versuche mal eingangs so eine Art Hubschrauberblick auf das deutsche Krankenhaussystem zu werfen. Und da fällt natürlich auf, dass wir sehr, sehr viele Krankenhäuser haben. Und meistens ist dann ja schon die erste Frage, wie viele Krankenhäuser sind das eigentlich? Das ist schon eine ganz schwierige Frage zu erklären. Aber für unsere Verhältnisse, wenn wir uns überlegen, wir reden über Akutkrankenhäuser, also ich zähle jetzt mal die psychiatrischen Krankenhäuser, die reinen Tages- und Nachtkliniken nicht mit. Und von denen wiederum diejenigen, die mit den Krankenkassen abrechnen, da sind also ein paar kleine Private, die keinen Vertrag haben, draußen. Dann haben wir so ungefähr 1450 Krankenhäuser. Und die haben 420.000 Betten. Und 420.000 Betten heißen, so ein durchschnittliches Krankenhaus, was mit den Krankenkassen abrechnet, hat 290 Betten. Versorgt ein Gebiet von 57.000 Einwohnern, ungefähr 250 Quadratkilometer, was man sich so als Kreis mit einem Radius von weniger als 9 Kilometern vorstellen muss. Und einige Krankenhäuser haben allerdings mehrere Standorte. Also in Vivantes zum Beispiel in Berlin zählt nur als ein Krankenhaus. Wir wissen aber alle, das sind mehr Standorte. Wenn wir jetzt also die Standorte zählen, die ja normalerweise der Bürger dann so als Krankenhaus zählt, dann sind wir bei 1750 und die versorgen jeweils so ein Gebiet von 47.000 Einwohnern oder einen Radius von 8 Kilometern ungefähr. Die hohe Zahl von Krankenhäusern wird ja normalerweise, wir werden sicherlich da ja auch darauf zu sprechen kommen, damit begründet, dass der Bürger im Notfall schnell versorgt werden soll. Und natürlich muss man sich dann fragen, okay, was sind typische Anlässe, dass er schnell versorgt wird? Und das ist Herzinfarkt, Schlaganfall, natürlich auch Verkehrsunfälle. Und dann denkt der Bürger, ja, okay, ist gut, dass das nächste Krankenhaus um die Ecke ist, weil da bin ich ja schnell, ist er tatsächlich. Also 99% der Bürger erreichen Krankenhaus innerhalb von 20 Minuten. Aber Problem ist ja, dass in den vielen Krankenhäusern gar kein richtiges Krankenhaus drin ist. Da steht zwar draußen Krankenhaus drauf, aber wenn man dann mal reinguckt, sieht man, dass etwa nur 2/3 dieser Krankenhäuser haben Computertomographen. Die Hälfte hat mindestens 10 Intensivbetten. 40% haben Linksherzkatheter und jedes dritte Krankenhaus hat eine Schlaganfalleinheit, die also notwendig wäre, um Patienten mit Schlaganfällen zu behandeln. Da würde man sagen, ist ja nicht so schlimm, da sollen die Leute da halt in die Krankenhäuser gehen, die ausgestattet sind. Problem ist, erstens steht es nicht dran, zweitens erlauben wir jedem Krankenhaus alles zu machen. Und wir sehen eben auch, etwa am Beispiel Herzinfarkt, dass doppelt so viele Krankenhäuser Patienten mit Herzinfarkten versorgen, wie es Krankenhäuser gibt, die überhaupt einen Linksherzkatheter haben. Beim Schlaganfall ist es sogar noch drastischer, also es ist über doppelt so viele Krankenhäuser, die Patienten mit Schlaganfällen aufnehmen. Natürlich nehmen die im Schnitt weniger Patienten mit Schlaganfällen und Herzinfarkten auf, aber alleine bei diesen zwei Indikationen sehen wir, dass 70.000 Patienten pro Jahr ins falsche Krankenhaus kommen, sozusagen in eins, was gar nicht dafür ausgestattet ist. Noch drastischer ist es bei der Krebsversorgung. Wir haben durch die Deutsche Krebsgesellschaft ein sehr elaboriertes System mit Zentrenbildung, wird geguckt, ob die Krankenhäuser dafür vorbereitet sind. Wenn wir jetzt aber angucken, wie viel der Krebspatienten tatsächlich in Krankenhäusern mit einem entsprechenden Krebszentrum sind, dann sind es 45%, also 55% der Krebspatienten werden in Krankenhäusern versorgt, die kein Krebszentrum haben. In Worten 260.000 von ungefähr 500.000 Patienten mit Krebs. Beim Bauchspeicheldrüsenkrebs sind es sogar 70%, trotz der komplexen Behandlung. Jetzt kann man sagen, wo ist das Problem? Das Problem liegt ja darin,
dass es eben nicht unwichtig ist, in welches Krankenhaus ich gehe, sondern dass es mit der Menge zu tun hat, aber natürlich auch mit der Ausstattung. Das kann ich mir ganz klar vorstellen. Wenn das Krankenhaus keinen Linksherzkatheter hat, dann kann der Herzinfarkt da auch nicht adäquat versorgt werden. Dazu kommt ja, was viele auch nicht wissen, dass außerhalb der Kernarbeitszeiten Krankenhäuser normalerweise nicht mit Fachärzten arbeiten. Also wenn ich in ein kleines Krankenhaus gehe, was keinen Linksherzkatheter hat mit Brustschmerzen, dann kommt der Assistenzarzt, der sagt, wenn er den Mut hat, seinen Oberarzt, also den Facharzt zu rufen, hat der Facharzt ja nach den Richtlinien des gemeinsamen Bundesausschusses 30 Minuten Zeit, ins Krankenhaus zu kommen. Also was viele nicht wissen, die Ärzte brauchen ja länger, bis sie im Krankenhaus sind, als der Patient gebraucht hat, um ins Krankenhaus zu kommen. Und dann sagt er, ja, wir haben ja gar keinen Linksherzkatheter. Und Sie sehen, jetzt ist schon ganz entscheidende Zeit verstrichen, weil entweder wird er dann in ein Krankenhaus mit Linksherzkatheter verlegt, kommt da natürlich mit sehr viel großer Verzögerung an. Oder, was häufiger passiert, er wird nicht verlegt und bleibt in dem Krankenhaus und wird nicht richtig behandelt. Und wenn man das auch mengenmäßig sich anguckt, sehen wir, dass etwa beim Bauchspeicheldrüsenkrebs es wirklich einen Unterschied macht. In Krankenhäusern, die, und das sind ja auch keine Mengen, die 50 Patienten im Schnitt behandeln, gegenüber welchen ganz viele behandeln ja nur 3 Patienten im Jahr. Ich weiß gar nicht, wie die Bürger auf die Idee kommen, da überhaupt hinzugehen, ehrlich gesagt. Da reden wir vom Sterblichkeitsunterschied von 50%. Also in den Krankenhäusern, die 50 behandeln, sterben halb so viele wie in den Krankenhäusern, die 3 behandeln. Und auch beim Thema Herzinfarkt sehen wir große Unterschiede. Und aggregiert über Deutschland macht sich das auch im internationalen Vergleich bemerkbar. Also wir gucken in unsere Zahlen und sehen, dass bei uns 8,5% der Patienten mit Herzinfarkt versterben. Das ist übrigens eine Unterschätzung, weil wir zählen Fälle. Wenn ein Patient verlegt wird, hat er das erste Krankenhaus überlebt und wir tun die Fälle in Nenner und nicht die Patienten. Wenn wir die Patienten uns angucken würden, dann wären es 10%, die versterben. In Dänemark sind es 3,2%. Also bei uns versterben 3-mal mehr Patienten mit Herzinfarkt als in Dänemark, weil in Dänemark nicht der Oberarzt gerufen werden muss. Der Kardiologe arbeitet im Schichtdienst und ist da, wenn der Patient mit Herzinfarkt kommt, hat er seine elektronische Patientenkarte, der Rettungswagen hat ihn angemeldet, die ganzen Unterlagen sind schon an der Wand und das Krankenhaus ist vorbereitet darauf. Und das macht sich halt deutlich bemerkbar. Jetzt werden Sie vielleicht sagen, na, dann soll man doch in jedes Krankenhaus einen Linksherzkatheter stellen und einen Kardiologen hintun. Da sind wir bei der Epidemiologie. Wir haben am Tag, war auch der Herr Spahn sehr erstaunt, als ich ihm das mal gesagt habe, wir haben 500 Patienten, die einen Herzinfarkt bekommen. 500 Herzinfarkte gibt es am Tag in Deutschland. Wir verteilen die auf 1200 Krankenhäuser. Jetzt müssen Sie das mal jemandem erklären können, wie man 500 Patienten mit Herzinfarkt auf 1200 Krankenhäuser verteilt. Also ein durchschnittliches Krankenhaus jeden zweieinhalben Tag einen Patienten mit Herzinfarkt sieht. Und natürlich haben die keinen Kardiologen, der rund um die Uhr da ist. Das erfordert eine gewisse Zentralisierung. Und da sind wir bei Mengen überhaupt, sollten wir vielleicht auch noch darauf eingehen, wir haben ja diese vielen Krankenhäuser. Vor Corona, jetzt muss ich doch mal auf Corona eingehen, waren die auch so super gefüllt, waren sie auch vorher nicht. 75% der Betten sind belegt, wir sind jetzt so bei 62% der Betten, also 38% stehen leer. Wichtiger ist aber der Vergleich mit anderen Ländern. Also wir haben jeden Tag vor Corona jetzt 380.000 Patienten im Krankenhaus stationär gehabt. Wenn wir die gleichen Strukturen wie in Dänemark hätten, also die gleichen Krankenhäuser, so, natürlich sind wir mehr Einwohner, dann hätten wir 160.000 Einwohner im Krankenhaus. 380.000 gegen 160.000. Die Dänen sind auch nicht so, also die sind ja genetisch und ziemlich ähnlich. Und natürlich sagt man, wie kommt das denn eigentlich, dass bei uns so viel mehr Patienten im Krankenhaus sind? Und das sind insbesondere durch die Notaufnahmen. Weil ganz viele Patienten, ungefähr gleich viel wie in Dänemark, in anderen Ländern, gehen bei uns in Notaufnahmen oder werden mit dem Rettungswagen hingefahren. Die Krankenhäuser behalten aber fast 50% da, werden stationär aufgenommen. In anderen Ländern ist es typischerweise so ein Viertel. Warum ist das problematisch? Das ist problematisch und das ist auch ein wichtiger Punkt. Neben der Qualität, die wir als Problem sehen müssen, ist der vermeintliche Pflegepersonalmangel. Wenn wir gucken, wie viel Pflegepersonal, wie viele Ärzte wir pro 1000 Einwohner haben,
Bleiben wir aber beim Pflegepersonal, dann hat nur Finnland von allen EU-Ländern mehr als wir. Wir sind das Land mit dem zweitmeisten Pflegepersonal pro Einwohner. Wenn wir aber ins Krankenhaus gehen und gucken, wie viel Pflegepersonal ist da pro Patient, dann ist in Dänemark 2,6 mal so viel da. Das liegt nicht daran, dass sie mehr Krankenpfleger in der Bevölkerung haben, sondern es liegt daran, dass die Krankenhäuser besser nutzen, konzentrierter nutzen, weniger Patienten stationär behandelt werden. Die stationär behandelt werden müssen, die kriegen dann viel, viel bessere Betreuung technischer Art und pflegerischer Art. Und insofern ganz, ganz klar, wie muss das bei uns sein? Wir brauchen einen großen Plan. Und die Grundüberlegung muss natürlich sein, dass Krankenhäuser nur die Patienten behandeln, für die sie auch ausgestattet sind. Und wenn wir sehen, wie viele Patienten es überhaupt gibt, heißt das auch, dass wir weniger Krankenhäuser brauchen. Weniger Krankenhäuser mit gebündeltem Personal, gebündelten technischen Ausstattung, die dann mit deutlich besserer Qualität die Patienten versorgen. Dankeschön. Vielen Dank. Ich sage es nochmal, wir haben ausgemacht, dass es jetzt keine direkte Beantwortung gibt, sondern dass zunächst mal die beiden Eingangsvorträge gehalten werden. Die beiden Herren können dann einander hinterher Fragen und Anmerkungen zuwerfen. Bitte schön, Herr Emmerich. Ja, verehrte Damen und Herren, Krankenhäuser heilen, schützen und retten Menschen. Und das ist Ihr zentraler Versorgungsauftrag im Rahmen der Daseinsvorsorge. Und darauf hat auch jeder Bürger in jedem Winkel Deutschlands, das ist ganz wichtig, in jedem Winkel Deutschlands einen Anspruch. Und im Gegenzug bin ich der Überzeugung, dass jedes Krankenhaus, das Menschen heilt, auch einen Anspruch darauf hat, adäquat finanziert zu werden. Die Wirklichkeit, das wissen wir alle, sieht anders aus, denn seit Abschaffung der Selbstkostenfinanzierung und Einführung der DRG-Fallpauschalen sind Krankenhäuser zu Wirtschaftsunternehmen geworden, die rentabel zu arbeiten haben. Und das führt zu Personalabbau, Arbeitsverdichtung, Klinikdefiziten und Klinikschließungen. Hatten wir 1991 noch 2411 Krankenhäuser, so sind das jetzt 2019 nur noch 1914. In 28 Jahren 497 weniger, macht minus 21%. Die Klinikbetten sind noch mehr reduziert worden, nämlich von 665.000 auf 494.000, macht minus 26%. Und wie nötig hätten wir diese Klinikbetten und diese Klinikkapazitäten der 90er Jahre in der Pandemie gehabt? Das ist meine Behauptung. Denn in Deutschland wurde genauso wie in anderen Ländern, in vielen europäischen Ländern, noch jeder Corona-Patient adäquat behandelt, aber um einen hohen Preis. Der hohe Preis waren Verschiebungen planbarer Operationen und planbarer Behandlungen von stationären Patienten. Und das ist nicht irgendetwas, das ist Notfall. Wenn ein Krebspatient 3 Monate oder länger auf seine Operation warten muss und nicht weiß, wie sich der Krebs in seinem Bauch verändert, dann ist das ein elementarer Eingriff in die Gesundheit des Menschen. Und das ist Notfall. Und das Grünbuch 2020, beauftragt vom Bundesinnenministerium und Bundesforschungsministerium, hat genau das festgestellt, dass Krankenhäuser auf Pandemien und Katastrophen nicht vorbereitet sind. Wir dürfen sie eben nicht messen an einer durchschnittlichen Auslastung, wie das in den anderen Jahren der Fall war. Und trotzdem hat es in der Corona-Pandemie über 20 Krankenhäuser gegeben, die noch geschlossen wurden. Betroffen sind überwiegend kleine Krankenhäuser und kleine Krankenhäuser überwiegend in ländlichen Regionen. Und wenn in einer ländlichen Region ein Krankenhaus schließt, dann schließt nicht nur die stationäre Versorgung, sondern dann schließt zum Beispiel die ambulante fachärztliche Versorgung. Denn auf dem Land gibt es viel zu wenig Fachärzte. Dann reduziert sich der Bereitschaftsdienst, dann schließt die Notfallversorgung, dann gibt es dort keine klinischen und ärztlichen Mitarbeiter mehr und auch keine Ausbildungsplätze mehr. Und was man überhaupt nicht bedenkt in der ganzen Klinikschließungsdebatte, das ist, dass natürlich in der Region auch eine wirtschaftliche Nachfrage entfällt. In diesen Regionen fällt eine Infrastruktur zusammen.
Und diese Regionen werden auch zu Gesundheitsregionen zweiter Klasse. Das hat dann schon auch richtige Auswirkungen. Die Qualitätsdiskussion, die werden wir nachher noch führen, Herr Professor Dr. Busse, hat ja etwas ganz Interessantes. Es gibt Richtlinien des gemeinsamen Bundesausschusses, die sichern angeblich verbesserte Qualität der Krankenhäuser. Nein, sage ich, das tun sie nicht. Sie selektieren nämlich Krankenhausleistungen und sagen, wo man das nicht mehr machen darf, bis dahin, dass manche Krankenhäuser die Grätsche machen und schließen. Und sie regeln nämlich nicht, wie Krankenhäuser diese Standards erreichen können, was sie dazu tun können bei beschränktem Personal und beschränkten finanziellen Ressourcen. Das drastischste Beispiel, was wir da hatten beim gemeinsamen Bundesausschuss und seinen Richtlinien, ist die gestufte Notfallversorgung. Die wurde 2019 eingeführt und dann hatten plötzlich 800 unserer 1914 Krankenhäuser keine Notfallversorgung mehr. Die gesetzlichen Krankenkassenverbände, die haben gesagt, macht ja nichts. 97% der Bürger schaffen eine Notfallversorgung jetzt immerhin noch in einer Fahrzeit von 30 Minuten. Aber 3% der Bevölkerung eben nicht. Und 3% sind immerhin 2,4 Millionen Menschen, die in Deutschland eine adäquate Notfallversorgung nicht mehr erreichen. Und wie die betroffenen Regionen damit umgehen, und wie die neu sich ihre Gesundheit regeln vor Ort, das kommt in der Klinikschließungsdebatte überhaupt nicht zur Debatte. Und ausgerechnet, die kleinen Krankenhäuser sollen immer schlechte Qualität haben, das haben sie auch nicht. Wenn Sie sie danach messen, Herr Professor Busse, was sie tun, dann kommen sie zu dem Ergebnis. Aber Grund- und Regelversorgung haben einen anderen Versorgungsauftrag. Und in diesem Versorgungsauftrag mit Basis klinischen Versorgung sind sie oft sogar besser, Lungenentzündungen und andere. Das belegen die Studienweiße Liste, der NZ-Klinikcheck, die FAZ-Studie Deutschland beste Krankenhäuser und viele andere auch. Deshalb ist der Maßstab für eine Klinikreform, und dafür bin ich auch, für bessere Qualität, dass Krankenhäuser zunächst erstmal adäquat finanziert werden, dass verhindert wird, dass Ärzte und Pflegekräfte aus Demotivation die Krankenhäuser massenweise verlassen. Das hört man momentan übrigens auch vermehrt, dass viele Pflegekräfte den Krankenhäusern den Rücken kehren wollen. Und wir brauchen eine flächendeckende, wohnortnahe klinische Versorgung. Das bedeutet, jeder Bürger in Deutschland an jedem Winkel, an der deutsch-tschechischen Grenze, in Mecklenburg-Vorpommern oder sonst wo, muss innerhalb von 30 Minuten ein Krankenhaus erreichen mit Mindeststandards. Und da, Herr Professor Dr. Busse, sind wir uns einig mit Mindeststandards. Notfalls dann auch mit Aufrüstung eines Krankenhauses, wenn es über diese Standards bisher nicht verfügte. Deshalb sind nach meiner Meinung auch die bisher diskutierten Klinikreformen nicht geeignet. Der gemeinsame Bundesausschuss sagt, 1200 statt 1914 deutsche Krankenhäuser. Auf Rückfrage, wie denn das der Vorsitzende meint, wurde uns bestätigt, man könnte doch die Krankenhäuser, die jetzt keine Notfallversorgung haben, allesamt schließen. Aber dann, verehrte Damen und Herren, dann haben wir nicht nur für 2,4 Millionen Bürger keine Notfallversorgung mehr, sondern auch kein Krankenhaus mehr. Und das ist schlechte Qualität. Und das Richtungspapier 2020 der Bertelsmann-Stiftung, des Barmer-Instituts für Gesundheitssystemforschung und des Robert-Bosch-Instituts, da waren Sie übrigens auch dran beteiligt, Herr Professor Busse, hat eine ganz andere Aussage auf das Papier gebracht. Wir brauchen die Krankenhäuser der Grund- und Regelversorgung nicht mehr. Wir schließen die und wandeln die um in integrierte Versorgungszentren mit überwiegend ambulanter Ausrichtung, ein paar stationären Fällen. Und die Ärzte sind immerhin 12 von 24 Stunden anwesend. Aber in einer Einrichtung, wo ein Arzt 12 Stunden am Tag nicht anwesend ist, sondern erst gerufen werden möchte, möchte ich nicht liegen. Und wenn ich da einen eskalierenden Krankheitsverlauf habe und die Pflegekraft muss darüber entscheiden, was da passiert, dann habe ich da ein Problem damit. Da gehe ich nicht hin. Und das hat auch mit guter Qualität nichts mehr zu tun, sondern mit richtig schlechter Qualität. Das sind dann auch keine Krankenhäuser mehr. Und deshalb basieren die vielen Modelle oft auch auf Zahlen. Und Zahlen sagen noch lange nicht alles aus.
Denn wenn man etwas Neues will, dann muss man eine Machbarkeitsstudie erstellen und uns belegen, dass das auch funktioniert. Und integrierte Versorgungszentren wurden versucht, in Bayern zu implementieren. Hersbruck hat mit der Klinikschließung verkündet, wir machen ein integriertes Versorgungszentrum. Vohenstrauß hat das verkündet, Waldsassen hat das verkündet. In keinen dieser drei Standorte ist es umgesetzt worden. Die Klinikgebäude stehen leer. Und deshalb stehe ich für eine Klinikreform und steht das Bündnis Klinikrettung für eine Klinikreform, in der die allgemeinen Krankenhäuser in drei Versorgungsstufen Priorität haben. Jeder Bürger muss ein Krankenhaus der Grund- und Regelversorgung mit einem hohen Qualitätsstandard erreichen. Das ist mindestens Notfallstufe 1 plus Geburtshilfe. Und wenn das nicht bisher zur Verfügung steht, innerhalb von 30 Minuten muss sogar nachgebessert werden. Wir brauchen Mindeststandards für alle drei Versorgungsstufen, denn dann weiß jeder Rettungsarzt und dann weiß jeder Patient, welches Krankenhaus sowohl wirtschaftlich als auch medizinisch das geeignete für meine Erkrankung ist. Fachkliniken fehlt es oft an notwendigem interdisziplinären Leistungsangebot. Eine orthopädische Fachklinik, die sich rechnet, ist noch lange kein Krankenhaus, das in der Lage ist, dann einen plötzlich auftretenden Herzinfarkt zu behandeln. Und Krankenhäuser müssen selbst kostendeckend finanziert werden. Es gibt keine gewinnbringenden, keine verlustbringenden Krankenhäuser mehr. Und dann wird das System halt, das Geld bleibt dann halt im Gesundheitssystem drin, statt dass Renditen abgeschöpft werden. Ja. Der Dokumentationsanteil von Pflegekräften und Ärzten muss von 30%, wie es momentan aufgrund der vielen Richtlinien und Dokumentationserfordernisse ist, auf mindestens 15% gesenkt werden. Denn 30% der Dokumentationen bedeutet bei Ärzten eine Bindung von 58.000 Ärzten und 137.000 Pflegekräften. Die klinische Daseinsvorsorge gehört in öffentliche Hand. Und Dänemark, Ihr gutes Beispiel, Herr Professor Dr. Busse, macht das ja auch so. Es gibt nur öffentliche Krankenhäuser und es gibt auch nur eine öffentliche Krankenversicherung. Die lässt sich nämlich dann auch besser finanzieren. Die klinischen Arbeitsplätze müssen dadurch aufgewertet werden, dass es überall Tarifbindung gibt. Und wir Bürger erwarten vom nächsten Gesundheitsminister, dass wir auch als die Betroffenen bei den Beratungen über die Zukunft der Krankenhäuser mitbeteiligt werden in Gremien. Bisher sind es immer Fachgremien. Die Beteiligung der Bürger vermisse ich dort. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, mir liegen auch Fragen auf der Zunge, aber wir haben so vereinbart, Herr Busse, was ist denn daran jetzt falsch, was der Herr Emmerich gesagt hat? Ja, falsch ist, dass wenn wir sozusagen, also wir haben ja die de facto Versorgungslage, wo halt Krankenhäuser stehen und wo wir Krankenhäuser bräuchten. Und wenn wir das neu aufbauen könnten und Krankenhäuser so platzieren, dass jeder Bürger innerhalb von 30 Minuten Krankenhaus erreicht, bräuchten wir genau 337. Das wäre sozusagen die Studie, 337 Krankenhäuser übers Land verteilt. Jeder würde eins von diesen Krankenhäusern innerhalb von 30 Minuten erreichen. In Dänemark hat man deswegen ja auch bewusst Häuser neu auf die grüne Wiese gestellt. Das waren keine existierenden Krankenhäuser, sondern damit eben die Bewohner einer Region da hinkommen können. In Deutschland gibt es auch ein paar solcher Ansätze, etwa im niedersächsischen Landkreis Schaumburg wurden die drei kleinen Krankenhäuser, ist ein typisches Beispiel in Deutschland, Kreisreform. Jeder der alten kleinen Kreisstädte hat sein Kreiskrankenhaus. Die sind aber natürlich nicht in der Mitte, sondern irgendwie so außen im Landkreis. Und wenn die dann in die Mitte ein Krankenhaus bauen würden, dann könnten alle da innerhalb von 30 Minuten hinkommen. Haben dann die auch diskutiert, warum steht das in einem Dorf mit 1800 Einwohnern? Naja, weil das halt genau mittendrin war. Natürlich muss man dann den öffentlichen Nahverkehr ein bisschen umorganisieren und dann kommt es hin. Also 337, wenn man nur existierende Standorte nimmt und sagt, wir behalten jetzt mal die Standorte, damit immer noch alle innerhalb von 30 Minuten da sind, sind wir so bei 700 ungefähr. Also wir würden mit 700 existierenden Krankenhäusern, ist das 30-Minuten-Argument völlig vom Tisch. Dann bleibt aber das Problem,
dass wir ja tatsächlich nur diese 500 Herzinfarkte am Tag haben. Und man stellt, das ist eine falsche Vorstellung, dass sozusagen immer die kleinen, armen Landkrankenhäuser und so unattraktiv fürs Personal, natürlich sind die unattraktiv fürs Personal, sie würden als Arzt in der Weiterbildung da auch nicht hingehen, weil sie werden nie Facharzt, wenn sie in so ein Krankenhaus gehen. Das muss uns klar sein, bei Hebammen auch genauso. Ich kriege ja fast das Heulen, wenn ich immer höre, die kleinen Geburtshilfen. Ich meine, die Hebammen arbeiten im Schichtdienst, anders als die Ärzte. 365 Tage, 3 Schichten sind 1100 Schichten. So, jetzt kann sich jeder überlegen, wenn ich also Hebammen über 1100 Schichten in einem Krankenhaus habe und da kommen 200 Kinder zur Welt, dann kommt in jeder fünfeinhalbten Schicht, dass das die Hebammen, die Hebammenkunde gelernt haben, um Kinder auf die Welt zu bringen, dass das kein attraktiver Arbeitsplatz ist. Ich glaube, das leuchtet jedem ein. Gesundheitsprofessionelle wollen Menschen helfen. Und das, vielleicht noch letztes zu diesem Konzept, was Sie gesagt hatten, da, es klang ja so, als in den Zentren 12 Stunden statt 24. Heute sind es 8 Stunden, wo die Fachärzte da sind. Die sind von morgens bis nachmittags da und dann ist der Assistenzarzt in Rufbereitschaft. Das wäre also eine Verbesserung, ehrlich gesagt. Da wären die Ärzte länger da in diesen Versorgungszentren. Und natürlich geht es genau darum, dass da nicht die Patienten sind, die ärztlich versorgt werden müssen, sondern die, nachdem sie aus einem richtigen Krankenhaus entlassen werden, noch Pflegebedarf haben und für die anderen, die ambulant betreut werden können, dass die da hingehen. Das ist ja unser Problem. Da fragt man sich ja, wenn wir so viele Fälle haben, wir haben 50% mehr stationäre Fälle als im Schnitt unserer Nachbarländer. Also wenn bei uns von 3 Patienten, die im Krankenhaus sind, wären im Schnitt unserer Nachbarländer 2 im Krankenhaus und einer nicht. So, und jetzt fragt man sich ja, was sind das für Patienten? Und das sind ganz häufig Patienten mit sogenannten ambulant-sensitiven Krankenhausfällen. International wird dann eher, also Patienten mit Diabetes zum Beispiel als Hauptdiagnose. Die Idee ist dann immer, dass die sozusagen im ambulanten Sektor schlecht versorgt werden, deswegen ins Krankenhaus kommen. Aber natürlich sind das auch Diagnosen, die ein übergroßer Krankenhaussektor, den die Diagnosen gibt, wenn die Patienten aufgenommen werden sollen. Und vielleicht doch noch ein letztes Wort zu Corona. Ich kenne mich da ziemlich gut aus, weil ich auch in diesem Beirat, wir werten die Zahlen vom Institut für das Entgeltsystem ja für das Bundesministerium für Gesundheit aus an meinem Fachgebiet. Die allermeisten Patientenrückgänge. Und wir reden jetzt, wir haben in den ersten 5 Monaten dieses Jahres, es ist ja nochmal zurückgegangen gegenüber letztem Jahr, -20% Fälle gegenüber 2019. Und das sind gerade nicht die Operationen, das sind die Patienten mit Diabetes. Wenn Sie Hausärzte befragen würden, die sagen vor Corona, die haben Hausarzt gerufen, Koffer stand da schon, ja Herr Doktor oder Frau Doktor, weisen Sie mich ein. Heute haben die Leute keinen gepackten Koffer mehr da, weil sie sozusagen sagen, ich möchte aber gar nicht ins Krankenhaus. Der Bevölkerung ist aufgefallen, dass Krankenhäuser nicht immer gut sind. Das war ja eins unserer Probleme. Krankenhaus kann ich schaden, also gehe ich mal lieber ins Krankenhaus. Und die Bürgerinitiativen wie Ihre fördern das noch. Und wir müssen stattdessen sagen, wir müssen kritisch damit umgehen. Krankenhäuser sind tatsächlich gefährliche Orte, Krankenhauskeime und so weiter. Also wir wollen ja gar nicht, dass so viele Patienten da hingehen, wenn es nicht notwendig ist. Und darüber müssen wir reden. Dann haben wir weniger Patienten, dann brauchen wir auch weniger Krankenhäuser. Die Krankenhäuser sind besser, weil das Personal erhalten bleibt. Und dann wird ein Schuh draus. Fangen wir mal mit dem Schlaganfall und dem Herzinfarkt an, Herr Professor Busse. Schlaganfälle und Herzinfarkte werden durch Schlaganfallnetzwerke und Herzinfarktnetzwerke geregelt. Das ist komplett üblich und findet in den ländlichen Regionen fast überwiegend statt. Das haben wir in unseren Krankenhäusern auch so gehabt. Wir behandeln zur Ersteinweisung grundsätzlich keinen Herzinfarkt- oder Schlaganfallpatient. Aber das schließt ja nicht aus. Und das würde in einem integrierten Versorgungszentrum noch viel problematischer, dass während der Behandlung dann ein entsprechender Patient plötzlich als multimorbider Patient einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt bekommt. Das sind nämlich eigenartigerweise die Fälle, die in Ihren Statistiken dann auftauchen. Die meisten Krankenhäuser der Grund- und Regelversorgung machen das nicht im Rahmen der Erstaufnahme. Und wenn Sie dann trotzdem diese Behandlung durchführen, dann hat
nun mal das DRG-Fallpauschalensystem die Logik, dass die schwierigste Erkrankung kodiert wird und abgerechnet wird. Dann erscheint die auf Ihrer Statistik. Und dann gibt es auch etliche Krankenhäuser, die sich mittlerweile genau von Ihnen haben inspirieren lassen, nachdem Sie 2019 über die Bertelsmann-Stiftung gesagt haben, wir brauchen nur noch Krankenhäuser, die Herzinfarkte behandeln können und über ein Herzinfarktlabor verfügen. Ich bin stolz darauf, dass mein Krankenhaus als Grund- und Regelversorgungskrankenhaus mit 165 Betten noch ein Herzkatheterlabor gebaut hat und auch über entsprechende Fachärzte, über Kardiologen, Interventionelle verfügt. Und ich weiß nicht, woher Sie die Annahme herziehen, dass Krankenhäuser der Grund- und Regelversorgung im Nachtdienst nur noch Assistenzärzte herumlaufen haben. Wir haben immer einen Facharzt mit dabei, der einen chirurgischen und einen internistischen Facharzt, daneben selbstverständlich auch Assistenzärzte und darüber hinaus für eine andere Subspezialität im internistischen und chirurgischen Bereich nochmal einen Arzt in Rufbereitschaft. Ein integriertes Versorgungszentrum, so wie Sie das apostrophiert hat, hat ja nicht einmal mehr einen Arzt da. Da steht wortwörtlich in dem Richtungspapier 2020 drin, es sind Ärzte an 12 Stunden des Tages anwesend. Das sollen ja dann auch ambulant tätige Ärzte sein, in Kombination mit ein paar Liegebetten. Und das ist wesentlich schlechter als das, was die jetzigen Krankenhäuser zu leisten haben. Wir können die Krankenhäuser deshalb nicht streichen, weil dann ein Arzt nicht mehr gesichert ist, nicht mehr rund um die Uhr gesichert ist. Das ist kein praktikables Modell. Und ich frage mich auch, wie man auf der einen Seite eine so hohe Qualität fordern kann, auf der anderen Seite aber den ländlichen Regionen diese Qualität vorenthalten will. Ich verfüge nicht über die Statistiken, die Sie alle haben. Ich kann nicht belegen, dass man das hinbekommt, dass man überall in ganz Deutschland innerhalb von 30 Minuten ein Krankenhaus erreichen könnte, wenn man sie anders postieren würde. Aber dann müssten Sie auch, und das wollen Sie mit Sicherheit nicht, etliche Krankenhäuser der Schwerpunkt- und Maximalversorgung ebenfalls nach Mecklenburg-Vorpommern oder an die deutsch-tschechische Grenze oder die deutsch-polnische Grenze setzen, damit dieses System funktioniert. Und das werden wir sowohl ökonomisch als auch medizinisch gar nicht hinbekommen. Ich glaube, dass das Modell von Dänemark aufgrund der großen Fläche, die wir hier in Deutschland haben, überhaupt nicht übertragbar ist. Und bevor das nicht einmal durchgerechnet ist, und zwar nicht nur für die Region Wuppertal, Solingen und Umgebung, wie Sie das bei der Bertelsmann-Studie 2019 gemacht haben, sondern wirklich klassisch durch ganz Deutschland durchgerechnet wurde, habe ich meine großen Zweifel daran, dass das gelingen wird. Also, wenn Sie nicht direkt antworten wollen, Herr Busse, darf... Ich mal mit der Größe, weil ja. das ärgert mich schon. Ja. Die Bevölkerungsdichte in Dänemark ist deutlich geringer als in Deutschland. Und da kommt immer das Argument, ist nicht übertragbar. Wenn es in Dänemark funktioniert, mit einer geringeren Bevölkerungsdichte, also mehr Land pro Einwohner, dann ist es locker übertragbar. Also wenn Sie sozusagen... Ich habe ein paar Vergleiche. Selbst wenn wir den Nordstreifen Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg noch statt Kopenhagen nehmen, dann ist das ja immer noch dichter besiedelt mit Mecklenburg-Vorpommern als Dänemark. So, und darum ist dieses Übertragbarkeitsargument wegen der Größe, das ist einfach Unsinn. Und wenn die Zahlen, das war doch noch ein Wort, wir gucken ja gerade nicht auf die Patienten, die im Krankenhaus erkranken, sondern wir gucken... Wie viele im erstversorgenden Krankenhaus, also sozusagen von den Herzinfarkten. Wir denken ja, wir haben mehr Herzinfarkte. Ich habe gesagt, wir haben 500 Personen mit Herzinfarkten. Mhm. Wenn wir in die Krankenhausstatistik reingucken, sehen wir, wir haben 580 Aufnahmen am Tag. Das liegt einfach daran, dass wir 80 Patienten verlegen. Und wir haben jetzt von den 580, also wir gucken nicht über die 580, was sind die jetzt, in welchem Krankenhaus sind die, sondern die 500... In welchem Krankenhaus werden die zuerst behandelt? Mhm. Nur zur Klarstellung. Also ich darf jetzt mal als Laie, der ich in diesem Thema bin, fast ein bisschen journalistisch werden und in Schlagzeilen fast fragen. Ich
verstehe richtig, dass Sie natürlich beide wollen, dass jemand, der notfallmäßig ins Krankenhaus muss, dort adäquat versorgt wird. Verstehe ich es falsch, und das nehme ich an, Herr Busse, dass Sie sagen, das kann einfach nicht jedes Krankenhaus und deshalb können die auch weg, und dass Sie, Herr Emmerich, sagen, im Prinzip können das alle Krankenhäuser, auch wenn es um die Notfälle geht. Ich verstehe als Laie diesen Widerspruch noch nicht wirklich. Entweder wir haben Krankenhäuser, die das können, was sie sollen, dann müsste man darüber reden, ob es in Wirklichkeit einen wirtschaftlichen Hintergrund hat, dass man Krankenhäuser abbauen will. Oder aber sie können es nicht und dann müssen sie sozusagen aus Schutzgründen für die Menschen geschlossen oder eben aufgerüstet werden. Können Sie mir aus diesem Dilemma raushelfen? Der Überzeugung bin ich, dass wir da rauskommen. Ich erhebe für die Krankenhäuser der Grund- und Regelversorgung zunächst erstmal überhaupt nicht, dass sie Herzinfarkte zwingend behandeln müssen und dass sie Schlaganfälle dringend behandeln müssen. Es gibt viele Erkrankungen, die so ernsthaft sind, dass man dazu ein Krankenhaus braucht. Das ist zum Beispiel die Lungenentzündung, eine schwere Herzinsuffizienz und ein mittelschwerer Verkehrsunfall, der chirurgisch behandelt wird. Es gibt genügend Studien, die beweisen, dass die Krankenhäuser der Grund- und Regelversorgung das besser machen. Und das kann man auch ganz einfach begründen. Ein Universitätsklinikum oder zum Beispiel ein Schwerpunktkrankenhaus ist oft gar nicht mehr daran interessiert, eine Lungenentzündung zu behandeln. Da werden hohe medizinische Kompetenzen gebunden, da werden hohe apparative Ausstattungen genutzt. Das kann ein Krankenhaus der Grund- und Regelversorgung oft besser. Und der NZ-Klinik-Check hat das auch herauskristallisiert. Weil die Krankenhäuser der Schwerpunktversorgung und der Maximalversorgung solche Lungenentzündungen fast nur noch als Nebenerkrankungen behandeln, wenn ein schwer erkrankter Patient das während seiner Liegezeit bekommt, sind die gar nicht mehr erfahren. Und diese Erfahrung spielt ja bei der Qualitätsdiskussion eine große Rolle. Der NZ-Klinik-Check hat genau das herausgestellt. Die kleinen Krankenhäuser, die das regelmäßig machen, sind in diesem Bereich besser. Und die Studie der Weißen Liste, dieses große Patientenportal, sagt das Gleiche. Und die Studie der Weißen Liste sagt auch, dass in Bayern und in Thüringen, in Flächenstaaten, die Krankenhäuser im Durchschnitt besser bewertet werden und im Gegenvergleich dann mit Qualitätsmerkmalen und Qualitätsstudien auch besser abschneiden als zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen oder in Bremen, wo es durchaus wesentlich mehr große Krankenhäuser gibt. Wenn man die Leistungen, die medizinischen Leistungen auf die drei unterschiedlichen Versorgungsstufen besser verteilt, dann hat jede Versorgungsstufe ihre Berechtigung. Und jede Versorgungsstufe wird auch genau dafür ausgestattet, nicht mehr und nicht weniger. Und wir hätten auch noch einen Effekt erreicht. Jeder Notarzt weiß ganz genau, da ist es sinnvoll, ein Krankenhaus der Grund- und Regelversorgung anzufahren. Das ist sogar kostengünstiger. Das hat nicht so hohe kompetente Ärzte wie ein Maximalversorgungskrankenhaus. Er weiß aber auch, ein Herzinfarkt ist nichts für die Grund- und Regelversorgung. Da fahre ich mindestens ein Schwerpunktkrankenhaus an, weil da eben, wie Sie auch betonen, Herr Professor Dr. Busse, ein Herzkatheterlabor steht. Dass wir eine Ausnahme sind in Sulzbach-Rosenberg, das lassen wir mal beiseite. Aber vom Grundsatz her könnte man Strukturen festlegen. Und dann würde das auch nicht mehr so viel kosten. Abgesehen davon glaube ich auch, dass eine solche, jetzt komme ich wieder zu diesen Fachkliniken. Die Fachkliniken sind ja oft deshalb aus dem Boden gestampft worden, weil man sich irgendetwas ausgesucht hat, was sich rentiert. Das typische Beispiel, das auch Sie gerne verwenden und was auch die Bertelsmann Stiftung gerne verwendet, das sind die orthopädischen Leistungen. Die rechnen sich gut, die werden oft angeboten. Aber warum brauchen wir in Deutschland orthopädische Fachkliniken? Wandeln wir sie um oder wo wir sie nicht brauchen, tatsächlich nicht brauchen und wo genügend allgemeine Krankenhäuser da sind,
Da bin ich durchaus bereit, mit Ihnen darüber zu reden. Da kann man drauf verzichten. Aber ein Gesundheitswesen flächendeckend zu zerschlagen und in der Fläche auf dem Land nur noch Teilkrankenhäuser, die nicht wirkliche Krankenhäuser sind, zu implementieren, das hat wirklich nichts mehr mit Qualität zu tun. Bleiben wir mal bei den drei Versorgungsstufen, die Herr Emmerich immer aufzählt. Warum soll das so nicht sein? Für alle Arten von Krankheiten und Notfällen gibt es eine Versorgungsstufe. Der Arzt weiß Bescheid, welche er anfahren muss. Dann haben wir genauso viele Krankenhäuser wie heute. Sie sind nur vielleicht ein bisschen besser sortiert. Was ist daran falsch? Ich verstehe ihn gar nicht. Ich meine, in unserem Papier da, was er sagt mit den drei Stufen, gibt es drei Stufen. Da gibt es die Maximalversorgung, die neue Regelversorgung und die ambulant-stationären Zentren. Das sind ja genau die drei Stufen. Was das Problem ist, da kommen wir zu Ihrer vorigen Frage zurück, es ist eben nicht so, dass wo Krankenhaus draufsteht, dass da das vollständige Krankenhaus drin ist. So, ich weiß, dann kommen immer die sagen, die Herzinfarkte, natürlich weiß der Notarzt, der fährt die ins richtige Krankenhaus, wir gucken in die Daten und sagen, boah, da sind aber doch Zehntausende von Herzinfarkten primär in Krankenhäusern gelandet, wo alle sagen, das gibt's nicht. Und keiner ist schuld. Nee, das bei uns natürlich nicht, Herr Busse. Bei uns gibt es aber, bei uns wird der Rettungswagen immer in die richtigen Krankenhäuser. Und das tun sie eben nicht. Das tun sie eben nicht. Und die Krankenhäuser auch, die das nicht haben, wenn wir die jetzt noch weiter als Krankenhäuser bezeichnen würden, Sie haben auch, verstehe ich auch gar nicht, warum Sie gesagt haben, dass die da Notaufnahmen geschlossen worden sind. Der gemeinsame Bundesausschuss hat geguckt, welche Krankenhäuser sind überhaupt in der Lage, Notaufnahmen zu haben. Die Voraussetzungen selbst für eine Notfallstufe 1 sind 6 kleine Intensivbettchen. 6 Stück ist die Grundvoraussetzung. Die Krankenhäuser, wo Sie das jetzt bedauern, da hat der Herr Hecken denen die Notaufnahme weggenommen. Ja, die haben weniger als sechs Intensivbetten. Die können nicht sicherstellen, dass ein Facharzt innerhalb von 30 Minuten da ist. Die sind ja nicht geschlossen worden, sondern es sind Kriterien definiert worden und diese Krankenhäuser erfüllen die nicht. So, und dann bleiben diese 1100 der Notfallstufen 1, 2, 3. Der Linksherzkatheter ist schon Stufe 2, da sind wir noch bei 400 ungefähr. Und darum, es gibt vieles, was wir als Krankenhäuser bezeichnen, wo Patienten mit einem Herzinfarkt, mit einem Schlaganfall, ich würde sagen, das ist Regelversorgung. Das sind die häufigsten Aufnahmeanlässe, sind Herzinfarkt und Schlaganfälle. Und dann heißt es immer, ja, aber Grund- und Regelversorgung. Ich habe Medizin studiert. Ich weiß nicht, wenn Regelversorgung nichts mit häufig zu tun hat, deswegen Patienten ins Krankenhaus gehen. Also für mich ist Herzinfarkt Regelversorgung. Wer jetzt sagt, ich weiß, das haben schon Leute gesagt, ja, das ist ja schon komplexe Behandlung. Dann fragt man sich ja wirklich, was dann die Regel, also die normale Versorgung, was dann eigentlich da übrig bleibt. Emmerich hat ja gesagt, zum Beispiel Lungenentzündung. Nehmen wir das nochmal als Beispiel. Jetzt kommen wir aber. Wenn wir das so beschränken würden erstens würde da gar keiner mehr arbeiten wollen, weil die Ärzte in der Weiterbildung, die würden nie den Facharzt schaffen, weil denen die Patienten fehlen. Und wir verdünnen die Fälle so, dass dann auch die Qualität, die jetzt vielleicht im Mischwarenladen, und die kleinen Krankenhäuser machen andere Fälle. Die Länder kommen und sagen, hier in Brandenburg, im Elbe-Elster-Kreis, 3 Krankenhäuser, 100.000 Einwohner, alle kriegen Sicherstellungszuschlag, weil sie ja so wichtig sind. Keins hat einen Linksherzkatheter und die Ministerin in Potsdam sagt jetzt noch, ihr könnt Pankreas, also Bauchspeicheldrüsenchirurgie machen, weil Cottbus ja 50 Kilometer weg ist und wer eine lebensbedrohliche Erkrankung hat, dem kann man ja nicht zumuten, bis Cottbus zu fahren. Ich meine, das sind die kleinen Krankenhäuser, sozusagen wir schieben ihnen halt doch die Fälle zu, die da eigentlich nichts zu tun haben. Wenn wir sagen, das wollen wir nicht und die sollen sich auf die, meinetwegen Grundversorgung konzentrieren, dann müssen wir den Bürger sagen, das ist kein richtiges Krankenhaus, da ist kein Linksherzkatheter, da ist keine Intensivstation und deswegen haben wir gesagt, wir nennen die dann anders, wir nennen die ambulant-stationäres Versorgungszentrum, weil da ist zwar die fachärztliche Versorgung tagsüber da, aber Dinge, wo nachts eine Komplikation zu erwarten ist, die haben da nichts zu suchen. Und wenn ich eine Lungenentzündung habe und die wird schwieriger, dann reicht das, dass der Arzt an 12 von 24 Stunden anwesend ist.
Herr Emmerich, der Patient mit einer Lungenentzündung, der soll da auch nicht hin. Der soll auch in ein Krankenhaus der Regelversorgung. Aber für Sie, wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist die Regelversorgung dann nur noch Schwerpunkt Maximalversorgung. Das sind also die 300 Krankenhäuser in Deutschland. Habe ich Sie richtig verstanden? Was heißt 300? Ich hatte eben schon gesagt, wir haben jetzt 450 ungefähr der Notfallstufen 2 und 3. Mhm. Es gibt Landkreise wie den gerade genannten Elbe-Elster-Kreis. Da müssen wir natürlich aus drei ungeeigneten Krankenhäusern, die müssen wir alle zumachen und müssen ein richtiges Krankenhaus dahin bauen. Damit wären es noch ein paar mehr. Dann kann man sich ein bisschen streiten. Größenordnungsmittel hat schon gesagt, wir haben 500 Herzinfarkte. Wenn ich will, dass Patienten mit einem Herzinfarkt in einem richtigen Krankenhaus behandelt werden. Gleichzeitig aber ich auch möchte, dass die Kardiologen da immer sind. Naja, wenn kein Patient vorbeikommt, hat ein Krankenhaus auch keinen Kardiologen. Was soll der Kardiologe da auch machen? Da ist man irgendwo so in der Größenordnung, dass wenn man die Krankheitslast der Bevölkerung verteilt und sagt, das sind Patienten, die ins Krankenhaus müssen, dann ist man irgendwo vielleicht bei 500 bis 600. Aber mehr Kranke haben wir doch gar nicht, die ins Krankenhaus müssen. Gastroenterologie, nicht konventionelle Kardiologie, Unfallchirurgie, Orthopädie oder Viszeralchirurgie ist dann also für Sie eigentlich kein Krankenhaus mehr. Und Geburtshilfe dazu und eine Notfallversorgung. Geburtshilfe kann man, wir wissen bei Geburtshilfe, Geburtshilfe ist deswegen kritisch, weil ja häufig ist es ja so, dass komplexere Patienten automatisch häufig in größere Krankenhäuser verlegt werden. Das ist bei den sogenannten Risikogeburten auch so. Das Problem ist, dass 50% der Geburtskomplikationen treten ja spontan unter der Geburt auf und sind eben sozusagen nicht im Vorfeld sichtbar. Das heißt, selbst normale, unkompliziert im Vorfeld erscheinende Geburten sind dann in diesem kleinen Krankenhaus, die 200 Geburten haben, die natürlich diese Komplikation das letzte Mal vor 8 Jahren gesehen haben und dann nicht damit umgehen können. Deswegen sind die Patienten da nicht gut aufgehoben. Das ist nicht primär ein ökonomisches Beispiel, sondern das ist ein qualitätsgetriebenes Beispiel. Und wenn ich dann sage, ich will, und jetzt 1100 Schichten machen die Hebammen, dann wenn ich dann sage, okay, 550 Geburten heißt, in jeder zweiten Schicht wird ein Kind geboren. Wir wissen, die Qualität wäre noch besser, wenn wir 1500 als Mindestmenge annehmen. Das sage ich ja gar nicht. Aber natürlich müssen wir die Mengen anheben, damit die dauerhafte Expertise in diesen Häusern vorhanden ist. Dann möchte ich doch noch mal auf die ländlichen Regionen oder auf die Fläche zu sprechen kommen. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, haben wir dann nach Ihrer Vorstellung nach wie vor, und das haben Sie ja auch schon mal über Leopoldina so apostrophiert, 330 bundesdeutsche Krankenhäuser, dazwischen Hubschrauberlandeplätze. Wie soll in Zukunft die pflegerische und ärztliche Ausbildung in den ländlichen Regionen funktionieren? Haben Sie sich mal Gedanken darüber gemacht, wie das in einer Region aussieht, wo zum Beispiel eine auszubildende Pflegekraft noch über kein Auto verfügt und jetzt weite Strecken braucht, um überhaupt zu einem nächstgelegenen Krankenhaus zu kommen und dort ausgebildet zu werden? Wo zum Beispiel die internistischen Fachärzte, die ausgebildet werden, oder die allgemeinchirurgischen Ärzte, die ausgebildet werden, in einer erreichbaren Nähe kein Krankenhaus mehr haben? Wo auch die Krankenhäuser, ja, wie wir vorhin schon mal gehört haben, jetzt schon sehr viel an fachärztlicher Versorgung übernehmen, weil in ländlichen Regionen die Fachärzte fehlen. Wie wollen Sie denn das alles dann regeln, wenn Sie diese Krankenhäuser dort nicht mehr haben, sondern nur noch zentriert, wie Sie das beschrieben haben? Und glauben Sie, dass all die Pflegekräfte Hurra schreien und ihr Haus verkaufen und dann mal in die nächste Großstadt ziehen, wo sie ihre Familie nicht mehr haben, ihre Freunde nicht mehr haben und in einem ganz anderen Umfeld leben? Wir haben es doch mit Menschen zu tun, die arbeiten und die ein vernünftiges Arbeitsfeld vorfinden müssen. Und wir haben es mit Regionen zu tun, die einen Anspruch darauf haben, auch in einer erreichbaren Nähe ein ordnungsgemäßes Krankenhaus zu haben. Herr Emmerich, in diese Richtung wäre meine nächste Frage gegangen, aber ich wollte, als Sie das Thema eben leicht gewechselt haben, Herrn Busse, nicht davon entbinden, die Frage nicht nur, die vorige Frage von Herrn Emmerich, nicht nur in Bezug auf
auf Geburtshilfe zu beantworten, sondern er hat eine ganze Liste von Krankheiten genannt, von denen er davon ausgeht, dass sie in seiner ersten Versorgungsstufe sinnvoll behandelt werden könnten. Stimmt das so nicht? Also, wir haben ja sozusagen zwei Komplexe. Wir haben diese Stufen und wir haben die Erreichbarkeit. Jetzt haben wir mal bei der Erreichbarkeit. Ich hatte vorhin auch gesagt, und das sind übrigens unabhängig von meinen 330 bei der Leopoldina, das war übrigens nicht normativ, da steht, hätten wir die Struktur wie in Dänemark, hätten wir 330 Krankenhäuser sozusagen skaliert auf Deutschland. Zufällig stimmt das mit dieser anderen Studie überein, die diese Standorte berechnet hat, die 337. Das ist ja eine andere Berechnung. Das ist jetzt nicht einfach die Dänemark-Übertragung, sondern tatsächlich mit der Deutschlandkarte und dem Straßennetz ausgerechnet, wenn wir die Krankenhäuser neu bauen könnten. Dann kommt es immer so rüber, dass die kleinen Krankenhäuser nur auf dem Land sind. Wissen Sie, wie viele Krankenhäuser es in Berlin gibt? Mit Notaufnahme? Wir haben hier 60 Krankenhäuser, davon haben 40 eine Notaufnahme. So. Und darum ist doch dieses Argument, kleine Krankenhäuser immer auf dem Land, das stimmt nicht. Sozusagen in Berlin gibt es so viele kleine Krankenhäuser wie auch auf dem Land. Und wir reden natürlich von Stadt und von Land. Dass wir auf dem Land, wenn jetzt die Erreichbarkeit bei den 337, die war ja rein sozusagen entfernungsmäßig getrieben. Das heißt, auch da wird natürlich in bestimmten Regionen werden Krankenhäuser da übrig bleiben, wo gar nicht so viele Patienten sind, wie man sich optimalerweise jetzt vorstellen würde. Da müssen wir darüber reden, dass wir die Patienten über telemedizinische Lösungen versorgen, so ein bisschen, was jetzt so Inselkrankenhäuser auf Föhr und so weiter auch machen, die natürlich schon rein räumlich dann zusammenarbeiten müssen mit entsprechenden Festlandkrankenhäusern. So, und dann bleibt der zweite Komplex. Was sind eigentlich, und da sind wir tatsächlich bei der schwierigen Frage, erstens, welche Erkrankungen gehören überhaupt ins Krankenhaus? So, und da gibt es Krankenhäuser beim Herzinfarkt, selbst da haben wir ja jetzt so ein bisschen, weil es ja diese nicht transmuralen Infarkte gibt, die häufig dann über die Entzündung, über die Enzyme diagnostiziert werden, die sind ein bisschen stärker zurückgegangen, während die klassischen Herzinfarkte ja auch während der Corona-Epidemie bis auf einen kleinen Einbruch in der ersten Welle gar nicht so zurückgegangen sind. Also natürlich würde jeder sagen, und Herzinfarkte haben wir auch ähnlich viele wie in Dänemark. So, ist ja klar, die Patienten mit dem Herzinfarkt müssen wirklich ins Krankenhaus. Viele bei vielen anderen Patienten, wir haben ja noch gar nicht über die ganzen Operationen geredet, die es ja angeblich auch alle nicht mehr gibt, wenn ich sage sowas wie Kataraktoperationen, wer hart aber fair gesehen hat und der Ex-Chefarzt daneben, ja, Professor, das gibt es bei uns gar nicht. Ja, leider gibt es das, bei uns wird es 30 Mal so häufig gemacht wie in Dänemark stationär, 30 Mal so häufig, weil die das viel konsequenter ambulant machen. Also natürlich gibt es große Erkrankungsgruppen, die nicht stationär behandelt werden müssen. Und da zählen auch viele dazu, die in Krankenhäusern der Grundversorgung behandelt werden. So, und da sind wir in dem problematischen Bereich. Wenn wir die alle rausnehmen würden, dann bleiben noch ein paar übrig. Das ist tatsächlich so, Patienten mit einer Lungenentzündung. Aber das sind wenige. So, und jetzt muss man sich fragen, wie klein kann ein Krankenhaus werden? Nur, aber jetzt, das Erreichbarkeitsargument zählt ja auch gar nicht, wenn wir mit 337 Krankenhäusern hinkommen. Deswegen frage ich mich, warum soll es kleine Krankenhäuser geben, wenn wir mit 337 im Abstand von jeweils 30 Minuten richtige Krankenhäuser hätten? So, also das Argument sozusagen, weil es bleibt ja, wenn das Krankenhaus nur sich auf die Lungenentzündung, noch ein paar Herzinsuffizienzen betreut, das sind auf keinen Fall mehr attraktive Arbeitgeber. Und bei den Arbeitgebern, ich sage, wer Pflegeausbildung macht, wer Medizin studiert, der möchte Menschen helfen und der möchte da arbeiten, wo tatsächlich die entsprechenden Krankheiten auch auftreten. Natürlich, ich meine, der ähnliche Bereich ist der Bildungssektor. Ich weiß, in Bayern gibt es ja auch noch mehrklassige Dorfschulen. Natürlich heißt der Dorflehrer dann kürzer zur Schule, aber ist das tatsächlich ein Modell?
Wollen wir wieder Dorfschulen? Wir wissen, da haben weniger Abitur gemacht, weniger konnten studieren. Ich muss Sie jetzt mal, Moment, Herr Emmerich. Ja. Jetzt, damit es nicht zu schnell vom einen zum anderen geht. Herr Busse, ich möchte versuchen festzustellen oder zu fragen, Ihre Zahlen sprechen für bestimmte Maßnahmen, sagen wir mal. Sind Sie denn bereit, ich bin jetzt an der Stelle, wo ich versuchen möchte, Sie beide mal dazu zu bringen, vielleicht die Perspektive des sich der Perspektive des anderen ein Stück anzunähern. Sind Sie denn bereit zu akzeptieren, dass es auch Krankenhäuser geben muss, die vielleicht nach Ihren Zahlenwerken nicht unbedingt notwendig wären, die aber aus vielleicht sozialen Gründen, auch aus der Ökonomie eines bestimmten Ortes heraus, vielleicht sogar aus symbolischen Gründen, wegen der noch besseren Erreichbarkeit für Angehörige etc., vielleicht bestehen bleiben sollten, auch wenn sie nach ihren Zahlen geschlossen werden müssten? Können Sie sich denn auf diese Ebene der Argumentation überhaupt einlassen? Naja, wenn wir als Bevölkerung sagen, wir wollen das und wir sind bereit, das zu bezahlen, dann können wir das natürlich machen. Die Frage ist sozusagen häufig, natürlich muss mit der Bevölkerung geredet werden. In Dänemark kommt ja häufig, das ist ein staatliches System, da gibt es auch Bürgermeister, die natürlich um die kleinen Krankenhäuser gekämpft haben. Und dann hat man Bürgerversammlungen durchgeführt. Und da muss man eben sagen, Leute, okay, wir haben zwei Möglichkeiten. Wir können das kleine Krankenhaus im Dorf behalten, Kleinstadt behalten, das hat keinen Herzkatheter, ihr seid innerhalb von 15 Minuten da, dummerweise können die vieles nicht machen, oder aber wir zentralisieren und ihr müsst alle weiter fahren und der Facharzt ist da. Wenn in Regionen die Bürger sagen, wenn ich einen Herzinfarkt habe, brauche ich halt keinen Herzkatheter, wenn ich einen Bauchspeicheldrüsenkrebs habe und möchte trotzdem in das kleine Krankenhaus gehen, dann würde ich sagen, okay, wir müssen das ernsthaft abwägen. Aber also insofern, ich kann das verstehen, dass es sozusagen diese Debatte gibt, ganz klar. Aber wir haben nicht umsonst, sage ich mal, seit vor 30 Jahren die Entwicklung zu evidenzbasierter Medizin gehabt. Die war auch sehr umstritten, auch unter meinen ärztlichen Kollegen. So Kochbuchmedizin, jeder Arzt muss doch selber entscheiden, was mit dem Patienten ist. Und die Medizin hat sich gewandelt. Als ich in 80er Jahren Medizin studiert habe, da galt der Herzinfarkt, ist es ja auch eine Verletzung des Herzmuskels. Und wir haben gesagt, der Patient braucht Ruhe im Bett. Wo das Bett steht, war egal. Da waren kleine Krankenhäuser, hatten eine ganz andere Funktion. Und häufig ist halt, wir müssen sehen, die Medizin hat sich gewandelt. Und wir müssen uns überlegen, wie sieht die Krankenhauslandschaft aus, die sich an die gewandelte Medizin anpasst. Und das ist eine schwere Debatte, das ist ganz klar. Aber wenn wir sagen, wir wollen nicht, dass die Krankenhäuser die moderne Medizin folgen, sondern es gibt andere Gründe, warum wir aus nostalgischen Gründen an der Krankenhauslandschaft festhalten, ja, dann machen wir das halt. Drei Dinge. Das erste ist einfach mal die Reduktion der Krankenhäuser der Grund- und Regelversorgung auf reine Lungenentzündungsbehandlung und sonst etwas. Beispiel meines eigenen Krankenhauses, das ich damals geleitet habe. Lokales Traumazentrum, interdisziplinär zwischen Notfallversorgung und Intensivmedizin. Endopothetikzentrum, freiwillig gebildet. Wirbelsäulenzentrum mit allen Spektren der Wirbelsäulenoperation, freiwillig gegründet, um die Qualität nachzuweisen. Das sind Behandlungen, die durchaus von Krankenhäusern der Grund- und Regelversorgung kostengünstiger gemacht werden können als in einem Krankenhaus der Schwerpunkt- und Maximalversorgung. Und es gibt genügend andere Beispiele, wo man ebenfalls Zentren bilden kann, lokale Traumazentren und Alterstraumazentren und andere Geschichten, wo die Krankenhäuser der Grund- und Regelversorgung mehr sind als das, was Sie beschreiben. Und insbesondere mehr sind als integrierte Versorgungszentren, die überwiegend nur etwas Ambulantes machen sollen. Was mir auch schon aufstößt und was ich natürlich aufgrund der mir fehlenden Statistiken nicht so beweisen kann. Ich weiß um Krankenhäuser, die, wenn sie schließen, ein Riesenloch
bilden und wo die 30 Minuten Erreichbarkeit dann eben nicht mehr gewährleistet ist. Das praktische Beispiel ist im Moment das Krankenhaus Ebern, das zwar nicht komplett schließen soll, aber die Chirurgie schließen soll und die Notfallversorgung. Und dann hat dieses Krankenhaus aber 7.995 Bürger, die innerhalb von 30 Minuten ein Krankenhaus nicht mehr erreichen. Und es gibt andere Krankenhäuser, die sind noch nicht namentlich genannt, die ich in Bayern kenne, die um ihr Überleben kämpfen. Und da sind die Entfernungen tatsächlich sehr groß. Und wir sind uns einig, dass wir die Qualität in den Krankenhäusern in allen Versorgungsstufen benötigen. Aber es gibt auch genügend Möglichkeiten, das finanziell zu gewährleisten. Eine Möglichkeit wäre die Einheitskrankenversicherung. Wir haben in Deutschland 103 gesetzliche Krankenkassen, die insgesamt Verwaltungskosten, wohlbemerkt nur Verwaltungskosten, in Höhe von 11,8 Milliarden Euro jährlich verbraten. Wenn man die reduzieren würde, dann könnte man mit Sicherheit bei einer Einheitskrankenversicherung auf 2 oder 3 Milliarden Euro Verwaltungskosten kommen. Jedenfalls machen die dann auch alle keine Entgeltverhandlungen mehr oder die bringen auch alle nicht mehr den medizinischen Dienst der Krankenkassen zum Laufen und tanzen auf so und so vielen anderen Hochzeiten herum. Und wir haben auch nicht den Finanzausgleich wegen der unterschiedlichen Morbidität zwischen den 103 gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland mehr. Und daneben gibt es außerdem noch 44 private Krankenkassen, die dann ja außerdem auch noch durch Verwaltungskosten auftreten. Und wie gesagt, der gewaltige Aufwand an Dokumentationen, der einerseits schon durch die DRG entstanden ist, dann durch die Dokumentation zur Einhaltung von Richtlinien des gemeinsamen Bundesausschusses, bindet ein Drittel der Ärzte und Pflegekräfte. Wenn man das halbieren könnte, ich habe es vorhin gesagt, dann hätten wir nicht 28.000 Ärzte, die nicht am Patienten arbeiten, sondern die hier am Computer und auf dem Papier etwas dokumentieren und wir hätten nicht 137.000, nämlich 30% aller Pflegekräfte in Deutschland, die dann solche Tätigkeiten machen und penibel aufschreiben, wie lange der Patient auf der Intensivstation stand, die Intensivscores gemeinsam mit dem Arzt durchgehen und viele, viele andere Dinge, um die vermeintlich gute Qualität der Krankenhäuser sicherzustellen. Wenn man dieses Potenzial effizient und sicher nutzen würde und die dort einsetzen würde, wo man sie benötigt, nämlich beim Patienten, dann hätten wir hier ein anderes und wesentlich besseres, qualitativ besseres Gesundheitssystem. Was ich nicht verstehen kann, das ist, dass man daran festhält. Und ich kann auch nicht verstehen, dass man am DRG-Fallpauschalensystem festhält. Das gescheitert ist durch Corona. Corona hat gezeigt, das DRG-Fallpauschalensystem funktioniert nicht. Ich wollte Sie auch noch kurz bitten, sich auf die Perspektive des Kontrahenten einzulassen. Ja. Ja. Und ich wollte Sie fragen, weil Sie ja sehr von der ländlichen Versorgung kommen. Und weil wir ständig über Schließen, Ja oder Nein sprechen. Können Sie denn dem Argument etwas abgewinnen, dass in Ballungsräumen es auch passieren kann, dass ein Krankenhaus schlicht und einfach mal dicht gemacht werden muss, weil der Name Ballungsraum sagt es schon, sich sehr ähnliche Versorgungsarten offensichtlich ballen in bestimmten Räumen. Die Frage ist, gegen Klinikschließungen ist ja sozusagen Ihr großer Titel. Ist es denn nicht vorstellbar, dass man an solchen Stellen dann auch sagt, hier ist eins zu viel? Das ist dieser Perspektivwechsel, Frage, die ich stellen wollte. Und dann würde ich gerne noch, bevor wir auch fürs Publikum öffnen, noch kurz die Debatte, die Sie schon angefangen haben, führen. Was machen wir eigentlich? Was ist das eigentlich für ein Gesundheitswesen? Unter welchen wirtschaftlichen Vorgaben? Aber bitte zunächst mal die Frage, könnte es nicht sein, dass man im Ballungsraum auch mal was dicht macht? Also ich denke mir, dass eine Großstadt 1, 2, 3, 4 Krankenhäuser weniger in bestimmten Regionen durchaus verschmerzen kann. Man muss natürlich bei den Entfernungen in der Großstadt sich das genauer anschauen und muss das genauer monitoren. Da sind also die entsprechenden Entfernungen geringer, aber da gibt es auch Staus und Ähnliches und andere Probleme. Das müsste man sich wirklich genau anschauen. Ich sehe eigentlich den größten Bedarf, wo man etwas tun könnte, tatsächlich bei den Fachkliniken. Denn Fachkliniken sind insbesondere bei eskalierendem Krankheitsverlauf überfordert, weil sie nicht über ein interdisziplinäres Angebot verfügen.
Und wenn man da sich die einzelnen Regionen genauer anschaut und am Ende feststellt, dass dann ein Krankenhaussystem endlich mal stabil wird und endlich mal die Ärzte und Pflegekräfte wissen, wo sie arbeiten können und auch arbeiten dürfen in der Zukunft, dann denke ich mir, dann kann man sicherlich noch über das eine oder andere reden. Nur bin ich nicht davon überzeugt, dass die Kapazitäten noch weiter zurückgefahren werden können. Das hat Corona gezeigt. Und Corona ist ja nur ein Abbild dessen, was zum Jahreswechsel passiert. An jedem Jahreswechsel, wo eine Influenza ausbricht, erleben wir, was eine jahresdurchschnittliche Auslastung und die Messung der Klinikkapazitäten tatsächlich mit sich bringt. Wenn man sagt, und das machen die Bundesländer, 75% oder 80% Belegung wäre richtig für die Krankenhäuser durchschnittlich, dann hat man im Sommer 60% und im Winter 95%. Nur bei 95% übersieht man, dass die Infizierten auf Einzelzimmer gelegt werden müssen, weil sie sich nicht anstecken dürfen, nämlich isoliert werden. Und dann liegen die Patienten permanent auf Gängen. Das ist gängig in Deutschland, dass zum Jahreswechsel alle Krankenhäuser überfordert sind und Patienten auf den Gängen liegen. Jetzt noch, wir hatten uns vorgenommen, um Viertel nach sieben vielleicht zu öffnen. Vielleicht dauert es 3-4 Minuten länger, wenn Sie das verzeihen. Ich habe gelesen, Herr Busse, in der Vorbereitung dieses Abends, es gab mal im Stern einen Aufruf, ich glaube, der hieß Rettet, ich weiß nicht, wer da gerettet wurde, da gab es mehrere Aufrufe, die Ärzte, die Medizin, was auch immer. Da standen Sie drunter und in diesem Aufruf stand unter anderem, das System der Fallpauschalen muss abgeschafft oder modifiziert werden. Der Herr Emmerich hat eben gesagt, Sie standen da unter anderem mit Attac drunter, interessanterweise, AG Gesundheitspolitik von Attac. Kommen wir vielleicht auf eine Ebene, wo wir uns darüber einigen können, dass es auf einem höheren Level einfach Konstruktionsfehler in einer Daseinsvorsorge gibt, die auf den Zwang ausgerichtet ist, zu sparen und bei der steigenden Zahl privater Kliniken auch möglichst noch Profite zu erzielen? Ja, das Hauptproblem sind ja nicht die Fallpauschalen, sondern die Überkapazität. Und dass wir Krankenhäuser dafür bezahlen, dass sie die Betten füllen. Und letztendlich ist es dann ein bisschen egal, wie wir die Krankenhäuser bezahlen dafür. Wenn das die gefüllten Betten, da gibt es früher hatten wir Tagespflegesätze, dann waren weniger Patienten da, die waren dafür länger da, jetzt gibt es Fallpauschalen. Die Fallpauschalen haben deswegen negative Anreize, dass ich möglichst viele Patienten aufnehmen will. Und das spiegelt sich in Deutschland, ich hatte es vorhin gesagt, dass wir fast 50%, genau sind 45% von allen Patienten, die selbst oder mit dem Rettungswagen oder von Angehörigen in die Notaufnahmen gebracht werden, stationär aufnehmen. Das ist ein international extrem hoher Wert, den es so in keinem anderen Land gibt. Und natürlich, die Krankenhäuser haben die Kapazitäten. Und Corona hat genau das Gegenteil gezeigt, weil die Krankenhäuser waren ja leerer, als sie jemals zuvor waren. So, es gibt trotzdem aber Bereiche der Krankenhäuser, die über die Fallpauschalen nicht adäquat finanziert sind. Und die Notaufnahme ist das beste Beispiel, weil sozusagen rechnerisch ist es ja so, das Krankenhaus kriegt das Geld für die Notaufnahme wieder, wenn es den Patienten aufnimmt. Wenn es den Patienten nicht aufnimmt, ist in den meisten Bundesländern, das ist auch etwas unterschiedlich von Bundesland zu Bundesland, ist die Vergütung für die ambulanten Leistungen, wenn sie Patienten nach Hause schickt, ist es ungenügend. Also ist sozusagen der Anreiz groß, den Patienten aus der Notaufnahme stationär aufzunehmen. Und ist insofern auch noch unfair, weil natürlich die Notaufnahme in einem städtischen Krankenhaus deutlich mehr Patienten sieht in einer Nacht als in einem ländlichen Krankenhaus. Und die sozusagen in der Stadt dadurch die Möglichkeit haben, das locker zu refinanzieren, die Notaufnahme, während das Landkrankenhaus, wo überhaupt nur einer reinkommt, der muss ja schon stationär aufgenommen werden, weil sonst ist das gar nicht finanziert. Insofern ist Notaufnahme, und da sind wir natürlich am ehesten so bei den Vorhaltekosten, die jetzt auch immer durch die Debatte gehen, da würde man sagen, okay, wir wollen ja geradezu, dass ein Krankenhaus natürlich eine Notaufnahme hat. Kann sich darüber streiten, wie viele Notaufnahmen wir brauchen, aber die, wo wir uns einigen, dass wir die brauchen, die sollen natürlich da sein und die sollen unabhängig davon finanziert sein, sozusagen die Fixkosten, wie viele Patienten da jetzt kommen. So,
So, da würde man sagen, okay, das ist schon ein ganz klares Beispiel, die müssen wir sozusagen ausgliedern aus den Fallpauschalen. Während die auf den Normalstationen, wo die Patienten behandelt werden, kann man sich jetzt darüber unterhalten, ob nicht eine gleiche Lösung gilt, dass wir ja eine gewisse Zahl Personal da haben wollen. Wir wollen ja als Bürger auch immer, dass ein paar Betten leer sind. Das ist ja ganz klar. Wir wollen ja, dass ein Krankenhaus nicht 100% belegt ist. Wir bezahlen Krankenhäuser aber derzeit, wir bezahlen sie immer nur für Patienten, die behandelt werden. Und die leeren Betten, die muss das Krankenhaus sozusagen aus den Patienten refinanzieren. Da wäre es logischer zu sagen, ihr sollt x Betten sozusagen in Reserve halten und wir zahlen euch das Geld für die Reservebetten. Also insofern bin ich auf der Modifiziert-Seite, weil alleine jetzt die Fallpauschalen abzuschaffen und die Krankenhäuser anders zu bezahlen, regelt die Grundprobleme ja auch nicht. Aber Hintergrund meiner Frage war auch, dass Fresenius bis einschließlich Bilanz vergangenes Jahr Rekorddividenden eine nach der anderen ausgeschüttet hat. Und da muss man doch schon die Frage stellen, ob das Geld, das die Solidargemeinschaft, wie gut oder schlecht sie organisiert ist, bezahlt, unbedingt in diese Töpfe fließen muss. Das ist das eine. Und das zweite Stichwort, nämlich von Herrn Emmerich, Einheitskrankenversicherung. Was sagen Sie zu diesen beiden Punkten? Naja, das eine ist sozusagen so, also wenn ein Krankenhaus effizienter ist und Gewinn macht, ist das nicht per se schlechter als ein Krankenhaus, was ineffizient ist und wo die Kommune immer Geld nachschießen muss, weil die so teuer sind. Und das bleibt ja bei der Diskussion mit dem Selbstkostendeckungsprinzip. Das ist ja abgeschafft worden, weil es unerklärliche Differenzen zwischen Krankenhäusern in den Selbstkosten gab. Es gab Krankenhäuser, die waren bei gleichem Fallspektrum doppelt so teuer wie Krankenhäuser, die das Gleiche geleistet haben. Insofern bleiben mir die Befürworter des Selbstkostendeckungsprinzips. Also ich kann sozusagen nicht dem Krankenhaus überlassen, jetzt egal, ob wir eine oder 100 Krankenkassen haben, mir zu sagen, was kostet ihr denn? Sondern das ist ja auch das Argument immer von Polizei und Rettungsdienst und Feuerwehren. Da gibt auch die Kommune vor, wie viel Geld die kriegen. Ich frage doch auch nicht die Polizei, wie viel Geld braucht ihr denn? Und ihr kriegt genau das Geld, was ihr ausgegeben habt. Also Selbstkostendeckungsprinzip kann ja nicht heißen, die Krankenhäuser fordern das Geld ab. Bei den Krankenkassen, da gibt es ja so ein paar Dinge, die Verwaltungskosten, das hört man immer. Die Krankenkassen, wer die genauer sich die Bilanzen auch anguckt, übernehmen die Krankenkassen ja auch Aufgaben für andere Sozialversicherungsträger, weil sie die Sozialbeiträge einkassieren. Da gibt es Gegenfinanzierung zum Teil auf der Einnahmeseite, wenn sie Rentenversicherungsbeiträge zum Beispiel einziehen. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir auch durchaus möchten, dass Krankenkassen ja managen, auch die Gesundheit. Also es hat sich international bewährt, dass es nicht nur die Leistungserbringer, egal ob ambulant oder stationär, machen, sondern dass auch diejenigen, die das Geld haben, mitmanagen. Das gibt es ja in den USA, Managed Care. Man kann das auch übertreiben, dass sozusagen das Management von Krankheiten dann ganz zu den Zahlern übergeht. Das will natürlich auch, das will ja auch keiner. Aber die Krankenkasse darf man sich auch nicht so einfach vorstellen, dass da einfach nur einer Sitz und Rechnungen bezahlt, ohne drauf zu gucken. Also Im grundsätzlichen System des Sozialsystems Krankenversicherung und in der Frage private und öffentliche Krankenhäuser keine grundlegenden Änderungen? Sagen Sie keine grundlegenden Änderungen oder doch? Nee, jetzt also mit den Krankenkassen habe ich gesagt, da wird man nicht deutlich viel sparen, ob wir jetzt eine oder 100 Krankenkassen haben. Die private Krankenversicherung, natürlich, die würde man, wenn man jetzt ein System neu schafft, nie neben die gesetzliche Krankenversicherung bringen. Genauso wie man nie 2000 Krankenhäuser gründen würde. Also wir haben es mit wirklichen Ungereimtheiten zu tun, die, sagt man mal so schön, historisch gewachsen sind. Und die Aufgabe, gesetzliche und private Krankenversicherung zu vereinigen, ist ungefähr so groß wie Krankenhäuser zu schließen, wie wir ja heute merken. So, Herr Emmerich, zum Schluss, bevor wir öffnen, letzte Anmerkung dazu. Noch einmal zur Finanzierung. Erstmal sind Sie noch nicht ganz darauf eingegangen, warum man da die Kosten nicht sparen kann, wenn man nur noch eine Krankenkasse hat. Was mir noch ganz wichtig erscheint, bei der DRG-Abrechnung, Sie sagen, ja, kleine Krankenhäuser kann man ja nicht einfach stehen lassen, weil sie ineffizient arbeiten. Aber genau das habe ich nicht gesagt. Sondern?
Ich habe gesagt, es gibt Krankenhäuser in öffentlicher Trägerschaft, wo manche, die sagen, Selbstkostendeckungsprinzip, die bösen Privaten, die gleichzeitig in Kauf nehmen, dass die Krankenhäuser ineffizient sind und man bereit ist, das mit Steuergeldern anscheinend zu bezahlen. Also insofern haben Fallpauschalen, wo ich sage, jeder kriegt für die gleiche Leistung das gleiche Geld, haben schon deutliche Vorteile. Indem ich sozusagen sage, wie man die rechnet und so weiter, ist eine zweite Frage. Deswegen modifizieren. Aber grundsätzlich ist das natürlich clever. Dem widerspreche ich aber. Sie wissen genau als Ökonom, dass ein DRG-Fallpauschalensystem mit gleichen Preisen bedeutet, dass ein Krankenhaus, das klein ist und alle seine Fixkosten genauso hat wie ein großes, nämlich Qualitätsmanagement, Risikomanagement, Hygienemanagement, Krankenhausleitung, ärztlichen Direktor und so weiter, auf weniger Patienten verteilen kann. Vorhin waren die kleinen Krankenhäuser noch günstiger, haben Sie gesagt. Da wollte ich vorhin schon was sagen. Sie meinten vorhin, die kleinen Krankenhäuser werden günstiger. Ich habe gedacht, das höre ich zum ersten Mal. So, jetzt lassen Sie mal weiterreden. Diese Krankenhäuser machen noch etwas anderes. Sie machen nämlich Allgemeinversorgung. Viele Privatkliniken spezialisieren sich mit Fachkliniken und suchen sich das aus, was sich rechnet. Das brauchen wir in Deutschland nicht. Wir brauchen für jeden Bürger eine flächendeckende Allgemeinversorgung. Und das andere Problem, das diese DRGs auch herausfiltrieren, ist eben genau die Corona-Pandemie. Wenn Sie sagen, wir haben weniger Patienten und wir brauchen die auch in Zukunft nicht, dann verschweigen Sie eins. Diese 16,8 Millionen Patienten haben uns etwas vorgespiegelt. Die Krankenhäuser hatten eine höhere Belastung als in den Vorjahren mit ihren 19,2 oder 19,3 Millionen Patienten, weil die nämlich plötzlich komplett etwas Neues aus dem Boden stampfen mussten, weil die in der ersten Pandemiephase zum Beispiel Isolierstationen aus dem Boden stampfen mussten. Wir hatten ja nicht einmal Soforttests, wir wussten ja nicht mal, wer Corona-Patient war und wer nicht. Die haben völlig anders gearbeitet, waren komplett am Limit. Und wenn die 19 Millionen Patienten hätten behandeln müssen, dann wären die kollabiert. Das ist genau das Problem, das wir mit den Vorsorgekapazitäten haben, dass wir eben nicht statistisch basiert nach einer durchschnittlichen Auslastung arbeiten können, sondern wir müssen da etwas finanzieren. Und egal, wie wir die Krankenhäuser unter Umständen einmal umstrukturieren, die jetzige Anzahl von Klinikbetten ist unverzichtbar, selbst wenn sie noch und noch ambulantisieren, weil sie das andere Spektrum, nämlich in einer Pandemie, nicht unterbringen, wo jedes Mal andere Zustände herrschen. So. Das waren komplett andere Abläufe, die die Krankenhäuser hatten, mit komplett umfunktionierten Stationen. Darüber redet keiner. Ich bin ja sehr froh, dass jetzt allen noch was auf der Zunge liegt. Auch mir würde noch was auf der Zunge liegen, zum Beispiel, was wir unter Effizienz verstehen, was das zum Beispiel mit der Bezahlung von Pflegekräften zu tun hat. Ich lasse es aber, Sie hier im Raum sollen zu Wort kommen. Ich sehe schon zwei Wortmeldungen. Ich wollte nur den Ablauf kurz erklären. Wir haben vereinbart, wir nehmen jetzt hier drei Wortmeldungen aus dem Saal, wenn es denn drei gibt. Zwei habe ich schon. Und dann aus der wesentlich größeren Menge der Menschen, die uns digital zuhören, zweimal drei von den Kolleginnen hier zusammengefassten und vorgetragenen Fragen. Der Herr Storn war, glaube ich, zuerst dran. Ich bitte Sie, an dieses Mikrofon zu gehen. Und der Nächste wartet bitte, ich habe Sie gesehen, bis das Mikrofon ein bisschen desinfiziert worden ist. Der Nächste dann. Der Nächste, ne? Ja, die Frage der Privatisierung ist angesprochen worden. Nicht genügend, aber immerhin. Aber die Frage der Unterfinanzierung von Krankenhäusern, und das in 40% in Deutschland, die kam ja noch zu wenig weg. Zu wenig beleuchtet. Eine grundsätzliche strukturelle Unterfinanzierung, die sich statistisch auch belegen lässt. Da ich eine Frage stellen muss, was mir am meisten missfällt ist, und ich beobachte die Entwicklung ja zum Beispiel in Frankfurt am Main, ist, dass diese integrierten Versorgungszentren als der große Clou propagiert werden, um Krankenhäuser schließen zu können und der Bevölkerung zu suggerieren, da würde ein gleichwertiger Ersatz geschaffen. Herr Emmerich hat es zwar schon angesprochen,
Aber ich finde, es muss klar gesagt werden oder klar rausgearbeitet werden, dass das Sand ins Auge gestreut ist. Und ich hätte gerne dazu noch mal mehr gehört. Was ist von diesem Argument zu halten, das ja immerhin dazu benutzt wird, flächendeckend Krankenhäuser zu schließen? Und vielleicht eine letzte Bitte noch, das geht aber eher an den Moderator auch, ne, dass man die Frage, es soll ja hier auch ein Ergebnis rauskommen, dass man die Frage der Bürgerbeteiligung und des gesellschaftlichen Diskurses, dass man die mal wirklich in den Mittelpunkt stellt. Herr Busse, es ist nicht existent. Diesen Diskurs gibt es nicht. Ich beobachte das in Frankfurt bei Outsourcing und sonstigen Sachen. Es findet kein gesellschaftlicher Diskurs statt, weil alle diese Dinge, Outsourcen, was auch immer, Schließungen und so weiter, die laufen in kleinsten Zirkeln von Fachleuten. Wenn jeder drei Fragen stellt, sind wir schon bei 9. Jetzt sind Sie dran. Ja, mein Name ist Harald Kamps, ich bin Hausarzt und kenne also Krankenhäuser, bevor Patienten da hinkommen und nachdem sie zurückkommen. Ich war über 20 Jahre Hausarzt in Norwegen und 12 Jahre Hausarzt in Berlin-Ost. In Norwegen war das Krankenhaus 2 Autostunden entfernt. In Berlin-Ost hatte ich 4 Krankenhäuser innerhalb von 5 Minuten mit dem Fahrrad. Ich bin hier, weil mich dieses Ausrufezeichen an diesem Plakat stört. Weil als ich in den 70er Jahren in Norwegen begonnen habe, haben die Politiker diese Plakate überall gesehen, weil dort wurde in den 70er Jahren massiv Krankenhäuser geschlossen. Und alle Bürgermeister haben gesagt, nee, das geht aber nicht. Und mittlerweile haben sie eine Krankenhausstruktur, die vielleicht noch ein bisschen radikaler ist als die in Dänemark, bei einem Land, was geografisch noch viel schlimmer dran ist. Also fast die Hälfte wohnen um Oslo herum und alle anderen verteilen sich auf 2.500 Kilometer. Das heißt, wie man eine gute Versorgung hinkriegt, ist dort nicht von den Krankenhäusern abhängig, sondern von einer guten Struktur des Gesundheitswesens. Und das hat sich in Corona gezeigt. Dort ist die Sterblichkeit die Hälfte als die in Deutschland. Das zeigt sich bei anderen Erkrankungen, beim Schlaganfall, weil man sich überlegt, wie schaffen wir die Qualität im ganzen Land und wie schaffen wir die Qualität vom Beginn der Krankheit bis zum Verlauf der Krankheit. Und diese Qualität ist nicht vom Krankenhaus alleine abhängig, sondern die Qualität ist abhängig davon, wie man auf die veränderten Bedingungen der Medizin antworten kann, wie schnell man dazu in der Lage ist und wie gut die Qualität des Personals ist. Und wie kommen wir in der Zukunft? Kommen wir zu einem Fachkräftemangel, der wird sich vielleicht im Wesentlichen bei dem Personal, bei den Pflegekräften bemerkbar machen. Und die Struktur im Gesundheitswesen, die am meisten Personal fordert, sind Krankenhäuser. Also 24 Stunden ein Bett mit Pflegepersonal zu versorgen, bindet sehr, sehr viel Personal. Und das habe ich in Norwegen erlebt. Ich habe erlebt, okay, dass die besten Pflegekräfte eben nicht im Krankenhaus arbeiten, sondern mit mir zusammen in der Hauskrankenpflege oder in dem lokalen Pflegeheim, wo auch mal ein Patient mit Herzinfarkt, der 95 Jahre ist, so sagt, ich bleibe jetzt mal hier und die sehr kompetent dort behandelt wurde. Von daher denke ich, sollten wir an die gesamte Struktur denken und denken, was machen wir, wenn wir nicht in der Lage sind, über die Verteilung des medizinischen Personals vom ambulanten Bereich zum Krankenhausbereich zurück zum ambulanten Bereich nachzudenken. Und deswegen, wenn ich ein Plakat machen würde, es würde sagen, eine Krankenhausstruktur, die sich nicht am Gemeinwohl orientiert, gefährdet die Gesundheit. Und das würde eine differenziertere Diskussion beinhalten, als zu sagen, jede Klinikschließung gefährdet die Gesundheit. Das glaube ich nämlich nicht. Danke. Die Dame hatte sich gemeldet. Ja, ich bin Roswitha Stengel. Ich arbeite bei Gemeingut. Ich kann mich diesem Gemeinwohlorientierten meines freundlichen Vorredners anschließen. Was mir jetzt sehr aufgefallen ist, Herr Professor Busse, ist, dass es mich innerlich zunehmend doch befremdet hat und gestört hat, dass es geht um Herzinfarkt, es geht um Lungenentzündung, es geht um Pankreas,
Krebs. Ich habe nicht ein einziges Mal gespürt, dass es dabei immer um einen Menschen geht in einer psychophysischen Einheit. Ich denke an die vielen Menschen in unserer überalterten Gesellschaft, die oft nicht nur mit einem Herzinfarkt, sondern gleichzeitig auch mit vielen anderen gesundheitlichen Problemen in ein Krankenhaus kommen. Und dann ist das Krankenhaus in der Nähe, was mit einem Krebs verankert ist, ein wichtiger Ort, wo auch die Angehörigen denjenigen begleiten können. Und ich habe ein drastisches Beispiel aus meinem Bekanntenkreis, was mich sehr erschüttert hat. Da wurde ein Patient von einer Großklinik ganz schnell in eine Kurzzeitpflege verlegt, weil er nicht mehr dort bleiben konnte. Und in diesem Haus waren mit über 80 Patienten eine Krankenschwester. Und dieser Mensch ist gestürzt und ist an seinem Erbrochenen erstickt. Man muss sich diese Problematik einfach mal vor Augen führen, weil es einfach mehr ist. Gut, vielen Dank für die Fragen. Wir können das jetzt nicht machen. Es tut mir sehr, sehr leid. Aber ich nehme an, dass von außen auch eine Menge an Einschätzungen und Fragen gekommen ist. Ich sehe ein Nicken. Lassen Sie uns bitte streng bei diesen drei jetzt bleiben, zumal sich da, glaube ich, für die beiden Herren auch einiges angesammelt hat. Ich möchte ganz kurz zum Thema Bürgerbeteiligung sagen, Herr Storn, weil Sie mich angesprochen haben, ich bin nicht so ganz sicher, warum, weil mir fällt es schwer, diesen Diskurs selbst zu organisieren. Ich kann Ihnen nur recht geben, meine Frage an Herrn Busse vorhin zielte darauf und wurde ja auch in diese Richtung beantwortet, dass natürlich das Votum der Menschen, die am Ende betroffen sind von Schließungen oder von Umstrukturierungen, eine viel entscheidendere Rolle spielen müsste, als sie das jetzt bisher tut. Ich glaube, da können wir vielleicht sogar Einigkeit feststellen. Ansonsten, ich glaube, Herr Busse, die Fragen von Herrn Storn gingen mehr an Sie und auch der letzte Beitrag ging auch mehr an Sie, was sozusagen die psychophysische Einheit betrifft. Wir haben ja die verschiedenen Wortbeiträge, haben das gut dargestellt. Wir haben in Deutschland ein krankenhauslastiges System. Und wir haben lange Zeit, die Bürger vertrauen den Krankenhäusern zu viel. Und sozusagen, die Krankenhäuser sind nicht dafür da, für die gesundheitlichen Probleme psychischer Art am Ende des Lebens, dafür haben wir ja dann auch Hospize eingerichtet. Lange Zeit haben wir gesagt, zu viele Patienten kommen ja zum Sterben ins Krankenhaus. Wenn man das über den ganzen Lebenszyklus sich sozusagen überlegt, vom Geborenwerden bis zum Sterben, was es alles an Phasen zwischendrin gibt, dürfen wir ja auch nicht, und das ist ja das Gegenargument sozusagen, immer davon ausgehen, die Krankenhäuser übernehmen sozusagen schon die gesundheitlichen Probleme, die wir in der Gesellschaft haben. Und häufig ist es ja gerade besser, wenn die Patienten zu Hause bleiben. Das mit der Kurzzeitpflege ist tatsächlich natürlich ein Problem. Die ambulant-stationären Zentren sollen das ja auffangen. Die Idee ist ja, weil wir zurzeit Personen, die eben gerade keine medizinischen oder nicht primär medizinische Probleme haben, sondern pflegerische Betreuung brauchen, aber nicht langzeitpflegebedürftig sind, dass die tatsächlich durchs Raster fallen. Da muss man ein durchschnittliches Pflegeheim, was eigentlich Langzeitpflege macht, hat dann einen Kurzzeitpflegeplatz und das funktioniert nicht richtig gut. Deswegen die Idee ja mit diesen ambulant-stationären Versorgungszentren, wo praktisch näher am Patienten erstens Personen über Nacht mal bleiben können, wo gar nicht klar ist, ob die überhaupt ins Krankenhaus müssen. Und diejenigen, die nach einem tatsächlichen indizierten Krankenhausaufenthalt halt noch pflegebedürftig sind. Und die sollen näher am Patienten sein. Und wenn ich über Patienten mit Herzinfarkten rede, dann denke ich natürlich an die Personen. Die müssen gut betreut werden. Und mich ärgert das, ehrlich gesagt, auch wenn wir dann über Krebspatienten, unser ehemaliger Gesundheitsminister Gröhe, wenn man dem sagt, Herr Gröhe, da gibt es viele
viele Kliniken, die behandeln bis zu 7 Patientinnen mit Brustkrebs. Wir wissen alle, das ist total gefährlich. Und er sagt ja, vielleicht wollen die da hingehen, damit sie nachmittags eher Besuch kriegen. Da muss ich sagen, okay, das verstehe ich wirklich nicht. Das ist für mich keine Patientenorientierung, dass das diejenigen zum Händchen halten bei Krankheiten, wo wir wissen, die Medizin könnte die retten, dass wir dafür Krankenhäuser brauchen. Dafür müssen wir andere Einrichtungen haben. Und Norwegen hat es gezeigt. Finnland ist auch ein gutes Beispiel. Also wir müssen sehen, es gibt andere Einrichtungen. Und daher die Überlegung, dass sozusagen diese integrierten Gesundheitszentren nicht mehr Krankenhäuser genannt werden, weil die haben eine andere, auch eine sehr, sehr wichtige Funktion. Das mit dem Bürgerdialog, ich weiß nicht, wir sind doch hier im Bürgerdialog. Es gibt jede Menge Bürgerinitiativen. Ich war letztes Jahr bei hier Fakt ist beim MDR, da ging es um Havelberg. Da waren wir dann auch, ich habe die hinterher gefragt, ihr wisst selber, Havelberg wohnen ja nur so ein paar Einwohner, ihr braucht doch gar kein Krankenhaus, haben die gesagt, der Professor Busse, ja natürlich haben Sie recht, aber mit uns hat erstens keiner geredet und zweitens haben wir Angst, wenn es nur einen Rettungswagen gibt, wenn wir zwei Rettungswagen hätten, wären wir schon beruhigt, wenn die dann auf dem Weg ins Krankenhaus sind. Also natürlich muss man mit den Bürgern reden, was tatsächlich dahinter liegt, weil häufig ist es doch vorgeschoben, dass es um das Krankenhaus geht, was geschlossen werden soll. Viele von denen würden sowieso nie in das Krankenhaus gehen wollen. Aber man muss sagen, okay, was sind deine Befürchtungen? Also ich fände es gut, wenn Sie das Herrn Spahn, Sie haben ja Kontakt, noch mal ganz deutlich sagen würden, dass er ruhig auch von sich aus mit den Bürgern reden kann und nicht nur bei einer Veranstaltung, die von der Bürgerinitiative veranstaltet wird. Ich glaube, die Ära Spahn geht jetzt zu Ende. Also muss man jetzt auch nicht dann sagen Sie es dem Nächsten. Sagen Sie es dem Nächsten. Ich wollte Sie aber noch erinnern an die Frage nach der Unterfinanzierung. Ja, bitte. Ja, die sehe ich nicht. Ehrlich gesagt, wir haben mit das teuerste Gesundheitssystem, wir geben Jahr für Jahr mehr in die Krankenhäuser, wo die Unterfinanzierung liegen soll, ist mir ein Rätsel, ehrlich gesagt. Jedes Jahr geht mehr an die Krankenhäuser, ist es mehr als in anderen Ländern und dann höre ich Sie hier und sagen, Unterfinanzierung. Natürlich müssen wir... Das war ja Ihr Punkt vorhin beim Pflegepersonal über die Vergütung, die übrigens im Krankenhaus auch nicht so schlecht ist, wie häufig gesagt wird. Wir wissen, dass Pflegekräfte, wenn sie denn Vollzeit arbeiten würden, da sind wir eher bei den Arbeitsbedingungen, wenn sie nicht Vollzeit arbeiten, wenn die Vollzeit arbeiten, kriegen sie den durchschnittlichen Lohn aller Berufstätigen in Deutschland. Wenn wir ein Bezahlproblem im Pflegebereich haben, ist es tatsächlich in der Langzeitpflege, in den Pflegeeinrichtungen. Da gibt es ein Problem, da sind wir aber auch in einem anderen Sektor. Also im Krankenhaus immer zu sagen, die sind unterfinanziert. Ich würde nicht sagen, dass die Krankenhäuser 5 Euro mehr kriegen sollten, weil dann werden sie nicht besser damit. Herr Emmerich, ja, Sie antworten, aber bitte nicht nur auf Herrn Busse, sondern auch auf das Thema Norwegen, bitte. Bürgerbeteiligung und Norwegen in einem. Bürgerbeteiligung brauchen wir. Und Bürgerbeteiligung, ich bin dankbar, dass wir heute dieses Gespräch führen. Nur hier sind nicht die Entscheidungsträger. Und das, was perfide passiert, das sind ja die vielen Studien von Bertelsmann, Leopoldina und vielen anderen, die natürlich sitzen beim Gesundheitsministerium, die dort ankommen und die dort beeinflussen. Diese Möglichkeiten hat der Bürger nicht. Der Bürger muss in Beratungsgremien des Bundesgesundheitsministeriums mit hinein und muss beteiligt werden. Und dann kann man auch über Strukturen reden. Und dann kann man sich auch anschauen, was in Norwegen anders läuft und warum das anders läuft. Aber ich kann heute nicht sagen, dass es besser läuft, weil ich es nicht kenne. Ich kann nur sagen, dass das, was hier diskutiert wird in Deutschland, wie zum Beispiel eben integriertes Versorgungszentrum, nicht die Antwort ist. Und selbstverständlich hat das DRG-Fallpauschalensystem seine Schwächen dadurch, dass es hat ja nicht, wie Sie selber betonen, nicht zur Kostensenkung in den Krankenhäusern geführt. Ich bin da durchaus bei Ihnen, dass man darüber diskutiert, was könnte man vielleicht ambulant machen. Aber es wird, und da werden wir relativ schnell drauf kommen, trotzdem einen Bodensatz von Basis-, Grund- und Regelversorgung geben, den ein integriertes Versorgungszentrum schlicht und einfach nicht machen kann. Wirbelsäulenchirurgie und was ich vorhin angesprochen habe und viele andere Dinge. Das müssen Sie auch in Zukunft in der Fläche anbieten können. Und wenn wir da
im Dialog miteinander zu Lösungen finden, wie man die jetzt schwierigen Schnittstellen verbessert, dann wären wir schon ein ganzes Stückchen weiter. Bitte ein Satz noch zur strukturellen Unterfinanzierung. Zur strukturellen Unterfinanzierung? So war das Wort. Krankenhäuser der Grund- und Regelversorgung beispielsweise sind strukturell unterfinanziert, weil sie ihre Fixkosten nicht decken können. Das ist eine strukturelle Unterfinanzierung. Das kriegt man auch nicht anders hin. Aber trotzdem werden Sie feststellen, wenn wir all das komplett in ein Schwerpunktkrankenhaus übertragen würden, dann wird das mit teurer Apparatur, mit teuren Operationssälen gemacht und dann wird das eher noch teurer. Das wissen auch diejenigen, die sich mit den Strukturen der Krankenhäuser auseinandersetzen, dass ein OP im Schwerpunkt- und im Maximalversorgungskrankenhaus schlicht und einfach mehr kostet als in einer Grund- und Regelversorgung. Die Krankenhäuser der Grund- und Regelversorgung sind nur deshalb strukturell unterfinanziert, weil sie ihre Fixkosten nicht so auf die Patienten verteilen können wie andere. So, es ist 19.40 Uhr und die Bürger. Jetzt kommen die Fragen von außen. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Arbeit machen, das irgendwie zusammenzufassen. Drei Komplexe wollen wir ansprechen zunächst mal. Genau, so haben wir das gemacht. Jeweils drei Fragen mit einer kurzen Antwortrunde dazwischen. Also, Dr. Rainer Neef fragt, sind seit der Einführung der DRGs die Kosten von Klinikbehandlungen gesunken, gleich geblieben oder gestiegen? Arno Huth aus Mosbach, Neckar-Odenwald-Kreis, schreibt, was spricht dagegen, dass Grund- und Regelversorger zunehmend auch ambulant behandeln? Es gibt ja auch so schon Fach- und Allgemeinärztemangel im ländlichen Raum. Das heißt, reguläre Grund- und Regelversorger könnten so auch diesen Mangel im ländlichen Raum abfedern. Das werden Maximalversorger nicht. Vielleicht werden diese auch auf Behandlungen, für die sie angeblich nicht zuständig sind, leichter verzichten, wenn sie ordentlich finanziert werden, ohne um Einnahmen kämpfen zu müssen. Bei guter kostendeckenden Finanzierung müssen nicht unnötig Patienten aufgenommen werden, um genügend Fallpauschalen zu generieren. Warum also Fallpauschalen nicht abschaffen? Oder geht es um Privatisierung des Gesundheitswesens? Wenn die Grund- und Regelversorger schließen, wer stellt dann die stationäre und ambulante Versorgung auf dem Land sicher? Private integrierte Gesundheitszentren, private Praxen oder private Fachkliniken? In meinem ländlichen Kreis gibt es eine andere Demografie, in Klammern viele ältere Leute, viele Pflegeheime und so weiter, als in der Stadt. Dort gibt es viele geriatrische Fälle mit DRG-Diagnosen, die schlecht vergütet werden. Und auch daher sind diese ländlichen Kliniken unterfinanziert, trotz Überbelegung. Und die dritte Frage, die ist wieder ein bisschen kürzer. Dr. Achim Brötel, Landrat in Neckar-Odenwald-Kreis. In Deutschland gibt es etwa 2000 Notarztstandorte. Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben, in Klammern Hilfsfrist, sind das eher zu wenig. Die mit Abstand meisten Notärztinnen und Notärzte werden aber von den Krankenhäusern gestellt. Wenn es nur noch 700 Krankenhäuser bundesweit gäbe, wie ist dieses System dann in krankenhausfernen Regionen, die in der Regel auch deutlich weniger niedergelassene, in Klammer Fach- oder Ärzte haben, überhaupt noch aufrechterhalten werden? Oder gibt es dann nicht doch Menschen zweiter Klasse? Vielen Dank erstmal. Wir fangen jetzt mit Herrn Emmerich an. Sie haben sich die Fragen fleißig notiert. Gut, seit Einführung des DRG-Fallpauschalensystems, und das meinte ich nämlich mit Scheitern, ist nachweisbar, dass die Krankenhauskosten, die abgerechneten Krankenhauskosten, stärker gestiegen sind in der Zeit als in der Zeit davor. Deshalb stelle ich auch die Frage, warum man das unbedingt machen muss. Und damit komme ich dann auch schon auf die zweite Frage zu sprechen, nämlich die Ambulantisierung von Krankenhäusern. Ich habe nichts dagegen, mehr der klinischen Leistungen auch ambulant zu machen, dort, wo man, wenn man nachweisen kann, dass man den Patienten am gleichen Tag auch entlassen kann. Wenn wir die Selbstkostenfinanzierung haben, haben die Krankenhäuser auch nicht mehr den Druck dazu. Und ich habe auch kein Problem damit, dass 20 oder 30% der stationären Leistung des Krankenhauses dann ambulant werden, wenn wir dadurch Kosten sparen. Das hindert uns aber nicht daran, dass die
Standorte erreichbar bleiben müssen, die dann übrig bleiben. Und es hindert uns auch nicht daran, dass diese Krankenhäuser dann in einer adäquaten Form ihre auch hochwertigen Leistungen behalten müssen. Und das ist eben mehr als das, was wir vorhin angesprochen haben. Das, was Sie vorgeschlagen haben, Herr Professor Dr. Busse, in integrierten Versorgungszentren, wo der Arzt nur an 12 und 24 Stunden anwesend ist, das übertrage ich auf Krankenhäuser. Wenn wir Krankenhäuser dahin bringen, dass sie zusätzlich ambulante Leistungen und eine Kurzzeitpflege mit angliedern können, dann kommen wir durchaus ein Stück näher. Dann ist das ein Kompetenzzentrum, das aufgebaut wird, das wesentlich mehr macht. Dann bleibt auch der Patient in der Region, nachdem er behandelt ist. Als dementer Patient muss er nicht in eine andere Region verschifft werden, sondern bekommt auch dort in der Region die anschließende Pflege. Und zum Dritten, das ist eigentlich besprochen worden, die Notfallstandorte, sind zu wenig. Es gibt aber eben keine 2000 mehr, sondern es gibt tatsächlich nur noch 1100 in Deutschland, zumindest zugelassene. Es gibt manche Krankenhäuser, das weiß ich, die es momentan ohne Vergütung versuchen und diese Leistung noch irgendwie anbieten. Aber das wird der Vergangenheit angehören, denn irgendwann werden die Versicherungen sagen, so etwas versichern wir auch nicht mehr. Da hängen ja auch Haftungsrisiken dran. Wenn, dann brauchen wir wirklich gesicherte Standards. Und ein gesicherter Standard der unteren Versorgung ist für mich nach wie vor ein Krankenhaus. Zweierlei, bevor Sie antworten, ganz kurz. Erstens, so wie Sie die kleinen Krankenhäuser eben beschrieben haben, habe ich das Gefühl als Laie, dass der Unterschied zu den integrierten Versorgungszentren sich etwas reduziert. Vielleicht gäbe es ja da mal irgendwann einen Weg der Einigung. Und das Zweite, ich wollte Sie noch hinweisen auf die kurze Bemerkung bei dem Herrn Huth, dem mittleren Fragesteller, ob diese Ambulantisierung nicht gerade zur Privatisierung, zu einer problematischen Privatisierung der Versorgung führt. Ich fange mit dem letzten Punkt an, von dem Landrat Neckar-Odenwald-Kreis. Der war ja bei den Notarztstandorten, nicht bei den Notaufnahmen. Und hat dann Jungtim gezogen. Und das ist tatsächlich, das ist ja Landesangelegenheiten, der Rettungsdienst und die Notarztstandorte. Und viele Bundesländer agieren da nicht gerade geschickt. Das muss man ganz klar sagen, weil die diese Kopplung machen. Während andere Bundesländer, ich nehme mal Deutschlands flächenmäßig größten Landkreis, Mecklenburgische Seenplatte, doppelt so groß wie das Saarland, 250.000 Einwohner, gibt übrigens nur 4 Krankenhausstandorte, da gibt es Entfernungen von deutlich über 30 Minuten zum nächsten Krankenhaus, die von der Bevölkerung auch toleriert werden. Es gibt aber 11 Notarztstandorte, also es gibt an 11 Orten, und Mecklenburg-Vorpommern will das Rettungsdienstnetz gerade noch mal wieder verdichten. Wer das ausrechnet für 250.000 Einwohner, 11 Notarztstandorte, der weiß, dass andere Bundesländer da ihre Hausaufgaben zu tun haben. Und natürlich darf man die Erreichbarkeit, also es geht ja um 2 Dinge. Wenn ich mehr Notärzte habe, sind die schneller beim Patienten. Und der größte Teil der Zeit ist ja da schon mal verloren. Wenn dann die Fahrt ins Krankenhaus ein bisschen weiter ist, wenn es weniger Krankenhäuser gibt, das aber mit Notarzt erfolgt, ist es schon deutlich besser. Natürlich müssen wir auch den Hubschraubertransport verbessern. Das kam vorhin mal so en passant. Wir haben jetzt gerade, wir in Deutschland, wir sagen Hochtechnikland, wir haben jetzt den Stolz, dass wir den ersten Hubschrauber haben, der nachts fliegt, der in Greifswald steht. Ja, in Dänemark, Norwegen, natürlich fliegen die Rettungshubschrauber auch nachts. In der Schweiz auch. Da kann sich gar keiner vorstellen, warum die Rettungshubschrauber bei Regen nicht fliegen und abends um 7 nicht mehr fliegen. Also natürlich muss man an solche Dinge auch ran. Wir hatten die Frage zu den geriatrischen Fällen. Das ist ja immer so, also ich komme ja mit vielen Leuten zusammen. Die kleinen Krankenhäuser sagen, boah, unsere Fixkosten sind nicht bezahlt. Die großen Krankenhäuser sagen, boah, wir sind unterfinanziert. Da sage ich ja, komisch, insgesamt sind die Kosten ja im Durchschnitt orientiert. Und jeden, den ich treffe, sage genau, meine Gruppe ist unterfinanziert. Und so ist es ja mit den verschiedenen Patientenarten auch. Es gibt viele, die machen neue geriatrische Krankenhäuser auf und andere sagen auch, Geriatrie lohnt sich überhaupt nicht, weil da macht man nur Verlust. Also auch da würde ich mal sagen, das würde ich so erstmal nicht akzeptieren, weil jeder erstmal sagt, dass das sozusagen, jeder möchte mehr Geld haben im Gesundheitswesen. Es geht um total viel Geld und man muss immer auch sehen,
der berühmte amerikanische Spruch, a dollar spent is a dollar earned. Also jeden Euro, den wir ausgeben, natürlich verdient den auch jemand. Und manchmal würde ich Sie auch als Bürgerinitiativen warnen, sich da immer vor den Karren spannen zu lassen. Und da ist das kommunale Krankenhaus oftmals nicht sozusagen tatunverdächtiger als das private, private Krankenhaus. Mit den ambulanten Behandlungen, ganz klar. Wenn wir jetzt alle sagen, die kleinen Krankenhäuser, Grundversorgung, vieles kann ambulant gemacht werden, ist es häufig ein Finanzierungs-, also Bezahlproblem. Natürlich würde ich sagen, wir kriegen die meisten unnötigen stationären Fälle, wären in 2 Jahren weg, wenn wir so lange die gleiche Vergütung für einen stationären wie für einen ambulant durchgeführten Fall durchführen, wie das in anderen Ländern auch gemacht würde. Nach 2 Jahren würden die Krankenhäuser überhaupt keine Kataraktoperationen mehr stationär durchführen. Erste Frage, die ich zuletzt beantworte, war nach den fallpauschalen Effekten. Da ist es ja so, ich hatte gesagt, wir geben den Krankenhäusern insgesamt mehr Geld. Wir geben denen insgesamt deswegen mehr Geld, weil die mehr Fälle machen. Und das ist ja das Problem der Anreize, dass sie die Betten füllen. Pro Fall, wenn wir das gegenüber dem Bruttoinlandsprodukt sehen, zahlen wir heute als Gesellschaft pro Krankenhausfall exakt das Gleiche wie bei der Einführung der Fallpauschalen. Insofern gibt es ja auch diese zwei Seiten. Die einen sagen, das ist effizienter geworden, also sprich der ganze technologische Fortschritt ist sozusagen mit drin, weil heute ein Krankenhausfall nicht teurer ist als vor 15 Jahren, während die anderen durchaus sagen, naja, wir geben den Krankenhäusern ja trotzdem mehr Geld, weil sie ja mehr Fälle machen. Also in der Gesamtsumme ist es mehr geworden. Und ja, beides stimmt. Und wir müssen deswegen an die Kapazität ran. Noch ganz kurz nachgefragt, ist diese Ambulantisierung ein heimliches Privatisierungsprogramm? Also der ganze ambulante Sektor, alle niedergelassenen Ärzte sind privat. Jeder Hausarzt ist privat. Wir haben in Deutschland keinen kommunalen Sektor. Insofern frage ich mich immer, warum sozusagen im ambulanten Sektor der gute Hausarzt um die Ecke, warum der sozusagen von dem öffentlichen Ruhm da profitiert, obwohl er auch privatwirtschaftlich ist. Und bei Krankenhäusern wird das ganz anders gesehen. Also wir müssen doch nicht primär gucken, wer was besitzt, sondern wird da notwendige Leistung erbracht, wird dann mit guter Qualität das erbracht. Das sollte die wichtigste Frage sein. Und wenn es private Ketten gibt, die Gewinne machen, dann müssen wir uns, und wie gesagt, die DRGs sind ja auf den Durchschnittskosten beruhen die, dann müssen wir uns mal stärker angucken, wie machen die das? Und dann sind vielleicht die Fallpauschalen auch zu hoch, die wir den Krankenhäusern bezahlen. So, wir kommen zu den letzten drei Fragen. Bitte. So, ich muss sagen, es sind ja ganz viele Fragen gekommen. Wir haben vielleicht 50 Fragen und wir müssen das reduzieren. Und deswegen, genau, leider ist jetzt auch wieder nur 3. Herr Wasmuth fragt, haben wir, wie Herr Busse sagt, denn wirklich Überkapazitäten? Ich dachte, Corona hat gezeigt, dass wir zu wenige haben, dass wir alle zu Hause bleiben, um eine Überlastung zu verhindern. 75% Auslastung sagen doch nichts über die Spitzenlast. Die Feuerwehr haben dann doch auch Überkapazitäten, weil die nicht dauernd löschen. Die zweite Frage ist von Hans-Holger Zirpel. In der Vergangenheit ist der Anteil privater Kliniken, Klinikkonzerne, an der stationären Versorgung stetig gestiegen. Nun sollen kommunale Kliniken in nicht zu vernachlässigendem Ausmaß geschlossen werden. Das Problem der Dividendenausschüttung wurde bereits angesprochen. Wenn der Anteil privater Klinikkonzerne an der Versorgung weiter steigen wird, ist zu befürchten, dass noch mehr Geld in Dividenden fließen wird. Kann das einer adäquaten Versorgung dienlich sein? Puh, ist das heiß. Deswegen so ohne Maske. Und die dritte Frage ist von Dr. Rainer Hoffmann zu Stichwort Ambulantisierung. Professor Busse fordert, dass künftig sehr viel weniger Patienten stationär behandelt werden sollen als bisher. Niemand geht gerne ins Krankenhaus. Die Patienten kommen ins Krankenhaus, weil die Hausärzte und die Fachärzte den Patienten ins Krankenhaus einweisen.
Die Ärzte weisen doch keinen Patienten ein, der sie selbst behandeln können. Im ländlichen Raum sind viele Arztpraxen, auch Facharztpraxen, nicht besetzt. Dazu hin überwacht der medizinische Dienst der Krankenkassen, in Klammern für viele Millionen Kosten, die Notwendigkeit der stationären Versorgung jedes einzelnen Patienten. Und die Frage dazu: Wie soll die Ambulantisierung im ländlichen Raum ausgebaut werden, wenn wir genau dort einen Ärztemangel haben? Dann der Herr Emmerich holt so viel Luft. Darf er noch mal anfangen, Herr Busse? Ja, das Thema Überkapazitäten zweifle ich auch nach wie vor an. Ich möchte da noch mal dran erinnern, Corona hat uns gezeigt, dass andere Maßstäbe gelten, dass die Belastung pro Patient beim Arzt und bei der Pflegekraft in den Spitzenzeiten auf das 2- bis 3-fache gestiegen ist. Und das sind Dinge, die sind nicht wegzudenken. Eine andere Pandemie kann wiederkommen. Deshalb können wir unsere Krankenhäuser umstrukturieren, können machen, was wir wollen. So etwas kann wieder passieren. Eine Katastrophe oder irgendetwas anderes kann wieder passieren. Und dann stehen wir vor dem gleichen Problem. Deshalb können wir nicht einfach nur sagen, Kapazitäten abbauen. Das schaffen wir nicht, selbst wenn wir etwas ambulant machen. Wir haben ja in der Corona-Zeit fast nichts Normales gemacht. Nur das Notwendige. Das war die Auflage, die gesetzliche Auflage gewesen. Und wenn wir unter diesen Rahmenbedingungen fast übergelaufen sind, und wir sind fast übergelaufen, es sind Kliniken sogar kollabiert, Kulmbach und Bayreuth haben komplett die Patientenaufnahme stoppen müssen, für alle, einschließlich Corona, dann zeigt das, an welche Grenzen das System gekommen ist. Wir können es irgendwie neu organisieren. Aber die Vorsorgekapazitäten bleiben das Problem. Und viele Mediziner sagen, dass die große Schwäche des Systems war ja, dass wir vielleicht die Intensivbetten hatten, aber nicht das notwendige Personal, das es tat. Ja, wir haben es gemischt. Intensivpflegekräfte mit normalen Pflegekräften, Intensivärzte mit normalen Ärzten, weil wir gar nicht mehr anders konnten. Und das ist das Problem, dass wir unser System, unser Gesundheitssystem eben nicht auf den Normalfall mit einer Arbeitsteilung alleine ausrichten können, sondern wir müssen daran denken, dass es eine Pandemie geben kann. Dann die grundsätzliche Frage, Priorität oder der Anteil der privaten Krankenhäuser steigt. Dann steigt auch der Anteil derjenigen, die Gewinne machen und Gelder aus dem System herausziehen. Wenn wir eine Selbstkostendeckung hätten, würde überhaupt nichts aus dem Gesundheitssystem herausfließen. Dann gäbe es kein gewinnbringendes Krankenhaus, kein verlustbringendes Krankenhaus und auch keinen Anreiz mehr, bestimmte Eingriffe vorzunehmen, die sich rechnen. Und die nur deshalb gemacht werden, was immer wieder zitiert wird, auch von Ihnen, die deshalb gemacht werden, weil sie sich rechnen. Angeblich zu viele orthopädische Behandlungen oder sonst etwas. Ein solcher Anlass bestünde gar nicht mehr. Ja, und über die fehlenden fehlenden Fachärzte in ländlichen Regionen habe ich ja schon gesprochen. Ich habe gesagt, wenn die Krankenhäuser sterben oder zu integrierten Versorgungszentren werden, dann haben wir natürlich Ärzte mit noch geringerem Ausbildungsgrad, noch geringerer Spezialisierung. Die decken dann natürlich fehlende fachärztliche Kassensitze wie gastroenterologische, ist ein klassisches Beispiel, und andere erst recht nicht mehr ab. Dann haben wir wirklich ein Problem in den Regionen. Dann fehlen uns Fachärzte grundsätzlich. Und dann haben wir riesige Strecken zu überwinden, um da noch einen zu erreichen. Herr Busse. Also ich fange mal mit der letzten Frage an. Niemand geht gerne ins Krankenhaus. Natürlich fragt man sich, und mich wird im Ausland auch mal gefragt, wie entstehen denn die vielen Krankenhausfälle bei euch? Da muss man auch wissen, inzwischen, letztes Jahr gab es erstmals mehr sogenannte Notfälle. Notfälle in Deutschland heißt ja nur, sie kommen ins Krankenhaus ohne Einweisung und werden da behalten. Gab es mehr stationäre Fälle als Einweisungen. Also sozusagen die Zahl der Einweisungen, dass Hausärzte und Fachärzte sagen, wir sind am Ende unseres Lateins, der Patient ist besser im Krankenhaus aufgehoben. Die Zahlen gehen seit Jahren zurück. Dass die stationären Fallzahlen immer nach oben gegangen sind bis Corona, lag einzig und alleine an den Notaufnahmen der Krankenhäuser, dass sie so viele Patienten da behalten haben. So, das erklärt den
auch den entscheidenden Unterschied in den Fallzahlen zu anderen Ländern. Es sind die Patienten, die in den Notaufnahmen direkt rekrutiert worden sind. Und da gibt es natürlich einen Zusammenhang zu den Überkapazitäten. Die werden rekrutiert, weil die Krankenhäuser leere Kapazitäten haben. Und ich habe gesagt, wir sind jetzt bei in den niedrigen 60ern. Die kleinen Krankenhäuser sind bei 60% in den ersten 5 Monaten dieses Jahres gewesen. Die großen sind noch so bei 69%. Und natürlich ist das System nicht auf 60% ausgelastet. Da hat es auch nichts mit Spitzen zu tun. Das sind 60% überall. Natürlich gab es da auch mal Tage, da waren es 65%. Es gab andere Tage, da waren es 55%. Zur Corona-Zeit, jetzt müssen wir da doch mal drauf kommen. Wir haben die Zahlen exakt berechnet. Im letzten Jahr, 2020, waren von allen Intensivbetten alle belegten Tage übers Jahr gerechnet, waren 2%. Jedes 50. Bett war im Schnitt mit einem Corona-Patienten belegt. Auf den Normalbetten, auf Intensivstationen jedes 25. 4%. Also wenn Sie in eine übliche Intensivstation an einem durchschnittlichen Tag gegangen sind, 25 Betten, eins war mit dem Corona-Patienten belegt. Natürlich ist das jetzt zwischen Sommer, also zwischen dem Tiefpunkt im Sommer und der ersten Welle und der zweiten Welle, aber es war nicht so hoch, wie das häufig suggeriert worden ist. Und selbst wenn es so hoch war, lohnt der Blick in andere Länder. Schweden hat die Zahl seiner Intensivbetten um 120% gesteigert, weil die wissen nämlich, was Reservekapazität ist. Wir fahren ein hochtouriges System und das ist ja auch die Befürchtung. Wenn wir jetzt sagen, ja, vielleicht kommt mal irgendwann in 10 Jahren wieder eine Pandemie und wir haben so lange Überkapazitäten, dann haben wir so lange das ganze Problem mit den Fallpauschalen, dass die Krankenhäuser da unnötige Patienten reinlegen. Wir brauchen einen Plan, wie natürlich zu Spitzenzeiten wir die Kapazitäten hochfahren können. Plus 120%. Die haben übrigens tatsächlich die gesamte Normalkapazität für die Corona-Patienten gebraucht. Und sozusagen die Erhöhung war dann für die normalen Patienten. Und auch, ich erwähne es immer ungern, weil wir sind immer so bei den ambulantisierbaren Operationen und Diabetes, wenn man jetzt mal an Krebs guckt. Wir wissen ja, häufig wissen wir ja gar nicht, wie viele Krankheiten es in Deutschland eigentlich gibt, weil wir sozusagen nur die Krankenhausaufnahmen zählen und denken, daraus können wir rechnen, wie viele Leute krank sind. Und da haben wir natürlich so ein bisschen Henne- und Ei-Prinzip. Bei Krebs gibt es die Krebsregister. Wir wissen, wie viele Krebsfälle es gibt. Wir können nicht nur gucken, wie viele in Krankenhäuser gehen, die kein Krebszentrum haben, sondern auch, wie häufig der durchschnittliche Krebsfall in Deutschland stationär behandelt wird, nämlich 4-mal. Jeder, der Krebs bekommt in Deutschland, kann sich auf den Schnitt 4 stationäre Aufenthalte einstellen. Im internationalen Vergleich unserer Nachbarländer, da sind es 2. Und wir leben deswegen ja nicht länger und besser nach den Krebsbehandlungen. Da wird mehr ambulant gemacht. Und wenn jetzt sage ich wirklich, dieses Argument kommt, ja, die Krebsbehandlungen sind um 5% letztes Jahr zurückgegangen. Um 5%. Also wir behandeln die Leute jetzt nicht mehr 4-mal stationär, sondern 3,8-mal, weil jeder immer denkt, wir haben die gar nicht behandelt. Ja, wir haben die von statt, wie gesagt, 3,8 statt 4-mal behandelt. Und insofern, es gibt Überkapazitäten und die Überkapazitäten sind für viele unserer Qualitätsprobleme zuständig. Das mit der Dividende habe ich, glaube ich, schon angesprochen. Wenn es hohe Dividenden gibt, die ungerechtfertigt sind, dann zeigen sie, dass die Privaten die Leistungen, also wenn unser DRG-System so gut ist, wir müssen natürlich immer verhindern, dass das Rosinenpickerei ist. Das ist ganz, ganz, ganz klar. Aber wenn sie die gleiche Leistung, wo die DRG 5.000 ist und das kommunale Krankenhaus sagt, wir machen 500 Euro Verlust, wir wollen Kostendeckung 5.500 haben und der private Träger behält von 5.000 noch 500 übrig und schüttet die 500 als Dividende aus. Ja, ehrlich gesagt, okay, wenn ich dann sagen würde, Selbstkostendeckungsprinzip und nur die öffentlichen übrig bleiben, dann würden die Kosten auf 5.500 gehen. Bevor jetzt hier ein Imbiss reinfährt an den Kameras vorbei und die Leute draußen irgendwie, denen läuft das Wasser im Mund zusammen, machen wir eigentlich fast Schluss. Aber ich würde gerne Sie beide doch bitten, etwas zu tun, das ich beim Deutschlandfunk bei der Sendung Streitkultur abgeschaut habe, nämlich mir in jeweils einer Minute zu sagen, nachdem Sie sich doch so sachlich, wie ich finde, gehaltvoll
beispielhaft für das, was eigentlich folgen müsste an Bürgerbeteiligung, unterhalten haben. Sie zuerst, Herr Busse, was haben Sie von Herrn Emmerich in diesem Gespräch gelernt in einer Minute? Naja, ich glaube, was ich gelernt habe, ist, dass, das ist auch nicht ganz neu, aber dass wir natürlich die Bedenken der Bevölkerung, insbesondere auf dem Land, auf die müssen wir eingehen. Ich glaube, die Bedenken führen häufig also sozusagen von der Lösung her, die dann vorgebracht werden, in die Irre. Aber die Bedenken sind real und müssen aufgegriffen werden von der Politik und wahrscheinlich auch von Experten wie mir. Herr Emmerich. Ich habe gelernt, dass wir die Qualität gemeinsam lösen wollen, dass wir die Qualität auch gemeinsam lösen können, wenn wir es wollen, dass wir momentan zwar konträre Ansichten darüber haben, wie das geschehen kann, dass es jetzt aber darauf ankommt, in der nächsten Zeit miteinander neue Wege zu suchen. Und vielleicht wäre es ja genau das, und das anerkenne ich, Herr Professor Dr. Busse, dass Sie sich heute diesem Streitgespräch gestellt haben, dass zum Beispiel Sie und entweder irgendein anderer konträrer Diskussionspartner, der das Volk vertritt, eben gemeinsam in diesen Beratungsgremien eines neuen Bundesgesundheitsministeriums drin sitzt. Wenn nämlich dann eine neue Kliniklandschaft geschaffen wird und irgendetwas, da sind wir uns beide einig, muss sich verändern, dann wäre das eine tragbare Basis, wenn die Bevölkerung mit dabei sitzt. Und ich möchte Ihnen einfach nur danken, dass Sie heute sich diesem Gespräch gestellt haben. Das war eine Wertschätzung gegenüber den Bürgern und ich möchte dafür Danke sagen. Vielen Dank. Ich kann mich dem Dank nur sehr herzlich anschließen. Ich glaube, das ist zumindest atmosphärisch ein Annäherungsversuch, der sich mehr gelohnt hat als manche Bundestagsdebatte. Und das ist doch schon ein Fortschritt. Vielen Dank allen, die hier waren. Vielen Dank allen, die draußen zugehört und zugeschaut haben. Und vor allem Ihnen beiden vielen Dank, dass Sie sich darauf eingelassen haben. Danke. Schönen Abend. Und dann sage ich nochmal ganz herzlichen Dank. Bitte schön.